Dann auch von mir einen guten Abend. Zu mir ganz kurz. Ich habe also jetzt mehr als 30 Jahre Fernsehen auf dem Buckel, am Anfang hauptsächlich Wissenschaft und Technik. Und dann ab Ende der 90er Jahre bin ich, also da, weil jemand krank wurde und der Vertreter wurde krank und der Vertreterin von dem wurde auch krank und dann hing es bei mir. Da musste ich eine historische Doku machen und bin deswegen reingekommen. Damals bin ich mir gefragt worden, Sie machen immer nur Filme mit schönen Bildern, können Sie denn auch Inhalt? Und wenn ich jetzt was mit schönen Bildern machen will, sagen die immer, ja, Sie machen ja so historische Investigativ-Dokus, können Sie auch schöne Bilder machen. Ja. Also das ist, man wird immer dort einsortiert. Jetzt ein bisschen auch noch zu meinem Hintergrund. Ich habe also tatsächlich Publizistik, Philosophie und Jura studiert. Das klingt jetzt ganz toll, ist aber Publizistik Hauptfach, Philosophie und Jura, Jura Nebenfach, das geht, ja. Und Jura ist in dem Fall, man muss sich einen Bereich raussuchen, also Strafrecht, Bürgerrecht oder öffentlich. Ich habe Öffentliches genommen mit dem Schwerpunkt Verfassungsrecht, Medienrecht und habe also tatsächlich über das, was ich hier rede, jetzt von verschiedenen Seiten Ahnung. Dann habe ich noch mal eine Berufspilotenlizenz gemacht. Das war der Grund, wie Fliegerei mich immer interessiert. Ich habe nie als das gearbeitet. Ich habe immer nur so, habe als Student angefangen und immer eine Lizenz obendrauf gemacht. Mittlerweile habe ich die aber nicht mehr. Ja, das ist zu kostspielig und meine Frau findet es nicht mehr lustig, wenn das Geld für die Sachen weggeht. Aber deswegen bin ich an diese ganzen Themen rangekommen. Ich hatte also über Luftfahrt, ich habe also viele Regalmeter über Technikgeschichte, also sozusagen den ganzen Bereich. Und da gab es Bücher, in einem Buch hatte ich was gefunden über ein Flugzeug, was in siebenfacher Ausfertigung nur hergestellt wurde. RB-69 von Lockheed, ein umgebauter U-Boot-Jäger, ein Spionageflugzeug für Agentenabsatzflüge, das von Wiesbaden immer startete. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit, ich habe in Wiesbaden gearbeitet, bin ich immer an Erbenheim vorbeigefahren und dachte dann irgendwann, ich will da mal genauer wissen, was das war. Hieß Operation Wild Cherry von der CIA und ich habe dann verschiedene Leute angerufen, so wie ich es immer gemacht habe und habe dann bei der CIA angerufen, völlig naiv, ja, weil ich dachte, ich frage die jetzt mal, ob die mir was sagen können. Und dann gab es ein Gespräch, bei dem die sehr neugierig zu mir waren. Und ich hatte damals so eine ISDN-Leitung mit so einem Daten, wo ich auf dem Schirm sehen konnte, was passierte. Und dann merkte ich bei dem Gespräch, ging in höchst, also kam erst was rein und dann wurde abgepumpt. Ja? Und ich habe tatsächlich den Stecker aus der Wand gezogen und habe gedacht, das ist ja irgendwie schräg. Ja? So fing das an. Und dann habe ich aus diesen Recherchen ist eins nach dem anderen gekommen. Und dieser Bereich ist sehr interessant. Gerade, also ich wäre fast in eine akademische Laufbahn am Anfang eingeschlagen. Und das ist ein Bereich, der in angelsächsischen Ländern gibt es sehr wohl an den Unis Leute, die sich mit Geheimdiensten und Geheimdienstoperationen beschäftigen. Da werden die Leute auch rekrutiert für die Dienste. In Deutschland ist das erst im Kommen. Das war, als ich anfing, gab es das gar nicht. Da haben Historiker haben sich damit nicht beschäftigt. Haben sie Dokumente? Ja? Also die erste Regel, werden wir auch noch zu kommen, ist ja, also das habe ich jetzt in mehreren schon gehört, nothing important on paper. Also die wirklich wichtigen Sachen werden nicht auf Dokumenten festgehalten. Was sie auf Dokumenten haben, sind Emanationen von Vorgängen, aus denen sie sich was zusammenreihen können. Aber das ist ähnlich wie übrigens mit der Judenvernichtung, die man ja auch, also die Leute, die sich dagegen, die behaupten, dass das nicht gegeben hat, können sich darauf berufen, dass es keinen Befehl gibt. Es gibt zur T4, also zur Vernichtung der Behinderten, da gibt es ein Befehl, aber zur Judenvernichtung selber, das ist eine Sache, die der Apparat selber gemacht hat. Sie finden also keine Befehlskette, die Sie dokumentarisch nachvollziehen können. Sie können jetzt wieder in den Dokumenten, finden Sie die Unterlagen über die Personen, die vernichtet wurden und über die Polizeieinsätze und über die Deportation. Aber das ist ein gutes Beispiel, diese Kette, wie ist das passiert, können Sie nicht aus Dokumenten ableiten. Sie müssen eine induktive Arbeit, also wie eine kriminalistische Arbeit von unten nach oben machen, um das zu zeigen. Das ist ein schönes Beispiel. So ist das immer, immer mit Geheimoperationen. Sie wissen ja wahrscheinlich, dass die Judenvernichtung sollte ja geheim gehalten werden eigentlich. Das war ja Ziel, ja? Dass das also nicht überall bekannt wird. Das ist dann im Laufe des Krieges ausgeflattert, aber so fing das an. Eichmann ist ja nicht der oberste Verantwortliche, sondern der oberste Verantwortliche für die Transporte. Ja? Also das war jemand, den man halt finden konnte und der hatte ja auch Kontakte. Es gab ja eine Zeit, wo Zionisten und die Nazis, als es darum ging, kollaboriert haben, weil beide das gleiche Interesse hatten, dass möglichst viele deutsche Juden nach Palästina gingen. Während in Deutschland das so war, was auch wenige wissen, dass nirgendwo auf der Welt war die Assimilation der Juden so weit fortgeschritten wie in Deutschland. Die meisten deutschen Juden wollten gar keine Juden, sondern eher Deutsche sein.
Es war sogar so, als der Erste Weltkrieg ausbrach, da habe ich mich gerade vor kurzem mit beschäftigt, waren in den jüdischen Zeitungen, wurde zum Heiligen Krieg aufgerufen. Steht wirklich in der Überschrift, Heiliger Krieg gegen die Angelsachsen. Ja? Weil Deutschland, also das preußische Reich hat sehr liberal, also das heißt, die Leute hatten tatsächlich auch Aufstiegsmöglichkeiten, die sie nirgendwo sonst hatten. Der Polizeipräsident von Berlin war Isidor Weiss, ja, wo sie die Nazis dann gleich draufgegangen sind. Aber das ist also jetzt ein ganz anderes Thema. Ich fange jetzt mal hier an. Wir kommen aber gleich wieder zurück, genau da drauf, weil dieses Thema hier hängt, also erstmal so, es gibt, ich bin da drauf gekommen über mittlerweile einen Freund von mir, Ola Thunander, das ist ein Schwede, der in Norwegen Professor für Friedensforschung war, ähnlich wie Daniele Ganser, bis der amerikanische Botschafter kam und das nicht mehr gut fand, was er gemacht hatte, war eigentlich ein Spezialist für Blue Water Navy, also für Hochseemarine und Marinestrategie, ein anerkannter Fachmann, der an allen, auch den amerikanischen Militärakademien unterrichtet hat, der dann im Rahmen der Untersuchung der schwedischen U-Boot-Affäre als ziviler Fachmann für U-Boot-Fragen in diese Untersuchungskommission berufen wurde. Kommen wir nachher auch, das ist ja einer meiner zwei Filme, habe ich dazu gemacht. Also diese, wenn Sie es kennen, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen das gehört haben, dass eben in den 80er Jahren bis in die frühe 90er, aber hauptsächlich in der ersten Hälfte der 80er Jahre, hunderte von U-Boot-Sichtungen in schwedischen Gewässern waren, die dazu führte, dass Palme seine Entspannungspolitik abbrechen musste. Und es wurde immer behauptet, es sind sowjetische U-Boote. Und rauskommt, es waren wahrscheinlich überhaupt keine sowjetischen U-Boote dabei. Am Anfang habe ich noch gedacht, vielleicht einzelne. Wahrscheinlich überhaupt nicht. Es waren britische, amerikanische und italienische Mini-U-Boote. Und das Ganze war geplant als Operation, um eben Palme zu diskreditieren, weil er sehr erfolgreich verhandelte, kommen wir noch dazu, und eine Gefahr wurde für die Strategie von Reagan, die auf Konfrontation und auf den Zusammenbruch der Sowjetunion zielte, während Palme auf ein Ausschleichen des Hardcore-Sozialismus in der Sowjetunion setzte und den versuchte, eine sozusagen schwedische Lösung für die Wirtschaft anzubieten. Also ein Wandel durch Annäherung, das war ja der Satz. Der hat sich nun damit beschäftigt, weil er fing an, als er untersuchte und war der festen Überzeugung, das sind sowjetische U-Boote, wie die meisten, und merkte dann im Rahmen der Untersuchung, ist ein sehr gründlicher Rechercheur, das stimmt alles nicht. Das ist wirklich basiert auf falschen Informationen, auf Lügen, auf nicht vorhandenen, wo was behauptet wurde. Und kam dann dazu, wie ist das möglich? Und der fing an mit diesem Konstrukt in dem Friedensforschungsinstitut, übrigens das erste der Welt, PRIO, sich damit zu beschäftigen und kam auch, hat gesucht, ja, nach diesen, hat es Leute gegeben, die sich mit dieser Struktur, dass im Staat Dinge vor sich gehen, von denen die Regierung zum Teil gar nichts wissen. Und kam dann eben darauf, das gab es, und da kommen wir hin, das ist dann eben das Deutsche Reich, also das heißt der Beginn der Erste Weltkrieg und dann vor allem die Nazi-Herrschaft. Und da gab es eben eine Reihe von Politologen, Soziologen, Historikern, Juristen, die sich damit beschäftigt haben. Die kommen alle aus einer Schule, also Realpolitik. Das heißt, nicht normativ aufzuschreiben, wie es sein soll, sondern zu gucken, wie wird tatsächlich agiert. Sie kennen vielleicht alle ja Machiavelli. Ja? Das ist also sozusagen der erste von denen, der immer mit Abscheu genannt wird, aber das ist Renaissance, das ist so wie in der Kunst, auf einmal nicht mehr mit Goldgrund und stilisierten Figuren, sondern man genau guckte, wie ein Arm aussieht. Ja? Ganz genau, wie ist der beschaffen? Wie sieht der in Wirklichkeit aus? So fing man an in der Politik, sich damit zu beschäftigen, wie sieht Politik in Wirklichkeit aus? Wie wird die gemacht? Das war Machiavelli und den können Sie heute noch mit großem Gewinn lesen. Sie dürfen ihn nur nicht normativ verstehen. Sie müssen sagen, das ist eine Realbeschreibung, das ist nicht, wie es sein soll, das ist, wie es ist. Und daraus können Sie ableiten, vielleicht, wie man handeln sollte. Aber die vielen, also auch wie ich Staatsrecht beigebracht bekommen habe, ist normativ. Man kriegt erzählt, so ist die Verfassung, so ist das aufgebaut, die sind für das zuständig. Wenn der ausfällt, ist derjenige zuständig. Und den werden Sie sehen, ich werde Ihnen viele Beispiele geben. In Wirklichkeit gibt es ganz andere Kräfte, die oft agieren. Und die Frage von diesen realpolitischen Forschern war, wie funktioniert das, wie ist das beschaffen? Der erste ist dieser Emil Lederer. Ich habe immer dazu geschrieben, Sie werden sehen, die sind alle, mussten emigrieren. Das gehört natürlich dazu. Ja? Lederer ist jetzt kein Jude,
aber der musste, weil er zur Heidelberger Schule gehörte, also das passte politisch nicht in die Landschaft, hatte die Erfahrung aus dem Ersten Weltkrieg, ich will das jetzt nicht en Detail machen, ich will nur sagen, er hat das unterteilt und er hat gesagt, das, was er gesehen hat, es gibt den Machtstaat, der geprägt ist von dem militärischen Denken, der insbesondere in dem Kriegszustand eben einen pragmatischen Blick darauf hat, wie gewinnen wir die Sache, und dagegen den Rechtsstaat, der ist parlamentarisch-konstitutionell. Und diese beiden Formen existieren nebeneinander. Parallel ist ein wichtiges Wort, deswegen auch dualer Staat. Ja? Also das sind diese beiden Formen, existieren nebeneinander. In der Verfassung lesen Sie sehr wenig über diesen Machtstaat. In Wirklichkeit trifft er aber weitgehende Entscheidungen und wird auch gefragt. Wir kommen noch dazu, wer von den beiden eigentlich der Stärkere ist. Hans Morgenthau, der ist hier, verlässt 1933 Deutschland, hat mehrere Umwege über England, andere Staaten, 37 in die USA. Und er hat jetzt gesagt, es gibt, ich habe das hier auch in Englisch gelassen, die Regular State Hierarchy, also die normale Staatshierarchie, gegen die Parallele, die Sicherheitshierarchie. Er hat das beschrieben, alle diese Leute haben es beschrieben fürs Dritte Reich, er hat es dann beschrieben in der McCarthy-Zeit auch für die USA. Da gab es ein Büro, also im Außenministerium, was auf einmal immense Bedeutung erreicht hat. Was eben darüber, wer ist hier Kommunist, wen können wir trauen, welche Leute können wir noch bei uns in das Außenministerium reinholen, die diese Entscheidung trafen. Das waren auf einmal, war das sozusagen der Flaschenhals, durch den alles durch musste. Und er sagt eben, Morgenthau ist übrigens nicht der vom Morgenthau-Plan, ja? Also nicht durcheinander kriegen, dass die Sicherheitshierarchie Kontrolle ausübt über diese juristische Hierarchie. Das hat er an den Beispielen vom Dritten Reich, kommen wir noch dazu. Was hier jetzt wichtig ist, er beschreibt hier einmal, dass Sie sehen, er hat tatsächlich das bezogen dann auch auf die USA, weil der Ausgangspunkt ist immer das Dritte Reich und die Weimarer Republik. Und er sagt dann eben, dass auch bei Eisenhower das war, und jetzt kommt hier unten, also dieser Wandel von dem regulären, der regulären Hierarchie zu Parallelen, hat in allen modernen totalitären Staaten stattgefunden. Da wird auch immer noch übrigens drüber geredet. Also vor kurzem wieder im Zusammenhang mit der DDR wurde beschrieben, dass die Stasi eine Art parallelen Staat aufgebaut hat. So, und kommt da auch ein Phänomen zustande, dass man richtigerweise den dualen Staat, also den Doppelstaat, kann man auch sagen, genannt hat. Wo die offiziellen Leute, die die Entscheidung treffen, das Charakteristikum ist, dass die autoritäre Seite den Einfluss ausübt und letztlich so etwas wie ein Vetorecht hat. Also das heißt, sagt, das wird gemacht, das wird nicht gemacht. Also das ist etwas ganz anderes. Sie finden das eben in keiner Verfassung, aber es kommen dann Strukturen im Staat, die oft informell sind, die man gar nicht direkt beziffern kann. Aber zum Beispiel Leute aus dem Militär, aus dem Generalstab, Sie werden da noch Beispiele hören, die dann sagen, nee, das geht jetzt nicht, und die Politik schreckt zurück, weil die Konsequenzen davor groß sind. Und er sagt ihr auch, matter of fact, by virtue of their power over life and death, also dass viele, das heißt, die Macht, die sie über Leben und Tod in den Staat haben, die Entscheidung über Krieg, also das Militär, ihnen die Macht verleiht, dass sie die Leute, die von der Verfassung her berufen sind, also die Parlamentarier, die Regierung, nicht überstimmen, sondern so beeinflussen können, dass sie bestimmen, wo der Gang der Dinge nachgeht. Ernst Fraenkel, Sie sehen, das sind auch alles deutsche Namen, das ist auch jemand, der 1938 nach England, der hat es geschafft, da er war Jude, war aber im Ersten Weltkrieg dekorierter Soldat. Da gab es eine Zeit lang einen Ausnahmeparagraf für Leute, die als Frontkämpfer sich Meriten verschafft hatten, konnte eine Zeit lang in Deutschland, aber das hat nicht lange gehalten. Das fing dann mit den Nürnberger Gesetzen, brach das weg. Er ist dann zurück, kam aber zurück, 1951 nach Deutschland, nach Berlin, ist einer der großen Männer der deutschen Politologie geworden. Und er hat auch eine duale, er hat das genannt, Normenstaat und Maßnahmenstaat. Das ist sehr gut. Ja, Normenstaat, es gibt da noch die tradierten und neuen Rechtsvorschriften, die sind grundsätzlich auf Berechenbarkeit angelegt, die Aufrechterhaltung der privatkapitalistischen Wirtschaftsordnung dienlich. Auch in der DDR. Das heißt, wenn Sie jetzt ein Auto verkaufen, ein Haus verkaufen, ein Grundstück verkaufen, irgendwas kaufen, das muss ja trotzdem funktionieren. Also das heißt, dieser Teil des Staates läuft nach den Normen, da kommen die Rechtsanwälte, da kommen die Verfahren. Dort, wenn Sie vor Gericht stehen, läuft das normalerweise so ab, ob das jetzt DDR ist oder Sowjetunion oder Bundesrepublik oder Österreich, das ist immer ähnlich. Das geht normal, das ist sozusagen der Apparat, der am Laufen erhalten wird, damit der Staat überhaupt funktioniert. Das ist nicht politisch. Interessant wird es,
wenn die Dinge politisch werden, wenn Sie Edward Snowden heißen und Asyl wollen, dann findet man juristische Gründe, warum man das nicht tun kann, weil man das politisch nicht will. Also das heißt, in diesem Bereich sind, des politischen Bereich sind diese Regeln dann andere. Das sind nicht die juristischen, aber es gibt diesen juristischen Bereich noch. Und er sagt, Gesetze, Gerichtsentscheidungen, Verwaltungsakte nach wie vor gültig, Privateigentum geschützt, ganz wichtig. Allerdings nicht, dass der Juden und das Vertragsrecht weiterhin wesentlich. Ja? Also das heißt, das ist, der Staat muss funktionieren, dort funktioniert er, aber dort, wo der Staat selber meint, es wäre wichtig, kommen wir zum Maßnahmenstaat. Und orientiert sich nicht an Rechten, sondern an Überlegungen der situativ-politischen Zweckmäßigkeit. Wenn also Rosa Luxemburg demonstriert, dann endet sie im Landwehrkanal mit Karl Liebknecht. Das ist nicht ein Gerichtsverfahren. Da hat der Staat entschieden, wir haben hier sozusagen revolutionäre Situationen in Deutschland, die werden weggeräumt. Sowas gibt es immer wieder. Ja? Also das heißt, da wird, oder wenn sie heute, ist das ja sogar institutionalisiert mit den Tötungen mit Drohnen, ja? Oder wenn Sie den Mossad angucken, der über 3000 Menschen mittlerweile, seit es ihn gibt, ins Jenseits befördert hat, ohne irgendein Gerichtsverfahren, also einfach festlegt, diese Person wird ermordet und dann wird die ermordet. Das ist also Staatsmord, kann man das nennen, oder das heißt ja, Tötung wird das dann genannt, aber im Endeffekt sind das alles ohne Gerichtsverfahren, es sind Hinrichtungen ohne Gerichtsverfahren. Auch, ja, Bin Laden ist jetzt kein Gerichtsverfahren, aber es sind, also wie gesagt, es sind ja Tausende mittlerweile und man muss auch sich darüber im Klaren sein, dass ich hatte mal ein Interview gemacht mit einem Drohnenpiloten, dass die Ratio zwischen denen, den sie töten wollen und die sie wirklich töten, ist 1 zu 40. Ja? Also das ist die Anzahl dessen, was man Kollateralschaden nennt, ist sehr hoch. Ja? Aber okay, also das heißt, Maßnahmen nicht an Rechten, sondern Überlegung der situativen politischen Zweckmäßigkeit nach Lage der Sachen. Also das heißt, das ist das Standrecht. Ja? Das ist, was Faschisten lieben, mit der Faust auf dem Tisch. Und wir sorgen für Ordnung und der kommt an die Wand und wir greifen hier durch. Das ist diese Variante des Maßnahmenstaats. In diesem Sektor fehlen die Normen und herrschen die Maßnahmen. Das sind Leute, das ist also zum Faschismus, jetzt im Faschismus im Sinne vom Italienischen und auch Deutschen, die haben ja noch Unterschiede, gehört das. Dieses sozusagen, hier wird durchgegriffen. Hier wird, wenn ich das Wort Kultur höre, greife ich zur Pistole, war ein Zitat, ja. Frenkel betont, dass der Maßnahmenstaat sich im Zweifel gegen den Normenstaat durchsetzen könne, wie vorher Morgenthau. Also das heißt, aus der Beobachtung der Wirklichkeit sagen die, wer ist der mächtigere dieser beiden Staaten? Der eine taucht nicht so oft auf, aber er kann sich letztlich durchsetzen. Judenfolgung im Dritten Reich sei ein gutes Beispiel und er hat diesen Satz geprägt, die Verfassung des Dritten Reiches ist der Belagerungszustand. Also das heißt, man regiert aus einem Ausnahmezustand. Dazu kommen wir jetzt zurecht mit dem Nächsten, das ist Karl Schmitt. Das kann ich nur empfehlen zu lesen. Karl Schmitt ist sowas wie, er wollte der Mandarin des Dritten Reiches sein, ein intellektueller Nazi. Sowas war bei den Nazis gar nicht erwünscht gewesen. Also Nationalsozialismus war eine anti-intellektuelle politische Richtung. Karl Schmitt war ein genialer Jurist und Staatsrechtler. Bitte? Ach so, sorry, das ist der Rechte. Geht das hier? Mal gucken. Ja, das ist Karl Schmitt. Das ist Ernst Jünger. Das sind zwei Leute eines Geistes. Elitäre Personen. Ernst Jünger kennen Sie vielleicht, 100 Jahre alt geworden, hat viele kriegsverherrlichende Bücher geschrieben über das Kriegserlebnis, Stahlgewitter in Stahlgewittern. Das ist sein berühmtestes, auf Marmorklippen. Das waren Leute, er war sich eigentlich zu gut für die Nazis. Aber das ist jemand, der beschrieben hat, das ist also relativ widerlich. Er ist in Frankreich, in Paris im Zweiten Weltkrieg und beschreibt die Bombardierung von Paris und die schaut er sich durch einen Sektkelch an mit einer Erdbeere drin. Und da ist diese rote Erdbeere und er sagt dann, wie die Explosionswolken der Bomben, die einschlagen in Paris, ein weitere Erdbeeren zu diesem Champagner und das genießt er. Also das ist so typisch Ernst Jünger. Die beiden Leute, deswegen habe ich das Foto auch genommen, gehören gut zusammen. Brillant, sehr klug, sehr arrogant. Und Karl Schmitt wäre gerne der Haus- und Hofjurist der Nazis geworden, war aber zu komplex für die. Also das war zu wenig Maßnahmenstaat. Er hat aber viele Bücher geschrieben, die eine erstaunliche Rezeption haben, sowohl auf der linken Seite des politischen Spektrums, ganz massiv gelesen worden, Karl Schmitt, als auch ganz rechts. Das ist ähnlich wie Machiavelli jetzt. Nehmen Sie es als Beschreibung dessen, was passiert, ist das hochinteressant. Wenn Sie ins Normative kommen, landen Sie in einer südamerikanischen Militärdiktatur. Aber das sind drei entscheidende Sätze.
diese Bitte sozusagen zu lesen und zu behalten, die werden immer wieder von Bedeutung sein in meinem Vortrag. Das Erste, das ist ganz entscheidend, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Carl Schmitt hat nach dem Zweiten Weltkrieg, ist er überall rezipiert worden als Jurist. Also souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Das kann sowohl Nomen sein als auch Verb, souverän. Also der Souverän, es geht ja immer darum, wer hat die Souveränität im Staat. Früher war es einfach, da war es der Fürst, von Gott eingesetzt, ja, also in der Aristokratie, also Gottes Gnadentum, ja, das der Gott ist der König von Gott eingesetzt, das ist die Blutslinie und dann ist klar, wer zu herrschen hat. In dem Moment, wo das aufhört, wird die Sache komplizierter. Wen nehmen Sie denn jetzt? Wer ist denn jetzt der Souverän? Und dann kommt das Volk. Ja? Sie werden jetzt, wenn Sie vor der Wahl gebauchpinselt werden von den Parteien, wird Ihnen immer gesagt, Sie sind der Souverän, der Wähler ist der Souverän. Aber es ist immer die Frage, wer ist letztlich, wer trägt diese Herrschaftsgewalt in einem demokratischen Staat? Und die Antwort ist dann meistens die Bevölkerung, ja, und also es gibt verschiedene da drauf. Und Carl Schmitt hat diesen genialen Schachzug gemacht, dass er gesagt hat, souverän ist der, der entscheiden kann, wann die Regeln nicht mehr gelten. Das Kriterium ist die Ausnahme, ist nicht die Regel. Das Kriterium ist, wo hört die Regel auf, wo beginnt der Maßnahmenstaat und wer kann darüber entscheiden, dass jetzt die Souveränität beendet ist und wer kann über die Maßnahmen entscheiden. Das ist der wahre Souverän. Nicht der Reichspräsident oder der Bundeskanzler, sondern der, der jede sagen kann, Ausnahmezustand. Ja? Also das ist das eine. Souverän ist, also das heißt, das Augenmerk liegt auf dem Übergang vom Geregelten ins Ungeregelte. Wer ist in diesem Moment derjenige, der die Regeln bestimmt? Das ist derjenige, der in Wirklichkeit bestimmt in dem Staat. Und das Nächste, das er sagt, die Epoche der Staatlichkeit geht zu Ende, darüber ist kein Wort mehr zu verlieren. Viele von rechtspopulistischen bis rechten Parteien, möchte da Unterschiede machen, also sozusagen rechts ist ja auch nicht eine Suppe, ja, das ist sozusagen auch in Abstufung vorhanden, beschäftigen sich in Deutschland sehr damit, wie souverän die Bundesrepublik ist, ist relativ uninteressant, weil das in Realität, also erstmal sage ich immer, Souveränität kriegen Sie nicht als Abschlusszeugnis verliehen. Von wem? Vom Hegemon? Ja? Kriegen Sie denn von den Amerikanern ein Papier, da steht drauf, du bist jetzt erwachsen, du darfst selber entscheiden. Souveränität, wenn überhaupt, da bin ich auf der Karl-Schmidt-Seite, nimmt man sich. Die kriegt man nicht, die nimmt man sich. Wenn man sie sich nehmen kann, wenn man sagen kann, ich bestimme jetzt, dann sind Sie souverän. Nicht, wenn Ihnen der Chef oder Ihr Ehemann in den 50er Jahren gesagt hat, du darfst jetzt arbeiten, dann sind Sie nicht souverän. Souverän sind Sie nur, wenn Sie sagen können, du willst nicht, mir egal, ich gehe arbeiten. Ja? Das ist eben... Und er sagt, diese Souveränität ist nicht mehr staatlich. Die Souveränität ist, und jetzt kommen wir, an den Großraum gebunden. Das heißt, es gibt Imperien. Imperien, die Räume beherrschen und die in diesen Räumen den Staaten, die zu den Räumen gehören, limitierte Souveränität zubilligen. Die dürfen über die Buntbarschzucht in Deutschland entscheiden. Sie dürfen auch über Hundesteuer entscheiden. Aber ob Atomwaffen in Deutschland gelagert werden, versuchen Sie mal, diese Entscheidung zu treffen als deutsche Bundesregierung. Das wird nicht funktionieren. Sie werden auf die Ohren bekommen dafür. Und das wird in allen Variationen, also bis zur physischen Vernichtung. Das Beispiel ist Aldo Moro. Aldo Moro, Christdemokrat in Italien. Die Christdemokraten waren verseucht mit Mafia-Verbindung. Aldo Moro gehörte nicht in diese Fraktion und sagte, er will den Staat befreien von der Mafia. Das geht mit den Kommunisten. Er wollte eine Koalition zwischen Christdemokraten und Kommunisten, hat er angestrebt. Der sogenannte Compromesso Storico in Italien. Historischer Kompromiss. Und dann bekam er gesagt von Amerikanern und der arme Steve Piecenik, der hat sogar Aussagen dazu gemacht, der ist hingegangen und hat gesagt, gibt's nicht. Sechste Flotte, Mittelmeer. Wir haben unsere Flotte in Italien. In keinem NATO-Staat wird eine kommunistische Partei an der Regierung beteiligt. Das wird für dich Konsequenzen haben, wenn du das vorhast. Die Konsequenzen werden physisch sein. Sie wissen, dass Aldo Moro von den Roten Brigaden entführt und ermordet wurde. Wer sich, ich kann nur empfehlen, beschäftigen sich mit den Roten Brigaden, dann stellen Sie fest, die sind in der Spitze von der CIA unterwandert und dem unteren Teil vom KGB und überall hängt der militärische Geheimdienst der Italiener drin. Das ist eine Organisation, die sozusagen dachte, dass sie autonom agiert, in Wirklichkeit aber die Geschäfte von anderen erledigt hat. Und Aldo Moro hat selber gewusst, als er entführt war und er merkte, dass er nicht ausgeliefert werden soll, dass es kein Interesse gab, dass er freikommt.
und erzählt, hat er angefangen aufzuschreiben, hat Briefe geschrieben, die seine Tochter veröffentlicht hat. Mein Blut wird über euch kommen, heißt dieses Buch, wo er angefangen hat zu erzählen, um was dort los war in Italien. Weil Italien ist tief verstrickt seit jeher in diese Großmachtpolitik. Also das heißt in dem Fall mit den Amerikanern. Die Amerikaner haben die Mafia aufgebaut, um gegen die Deutschen kämpfen zu können in Italien. Die haben die Leute wieder geholt. Die sind in den USA straffrei nach Italien gebracht worden. Und man hatte ein Netzwerk, mit dem man agieren kann. Leute, die es gewohnt waren, clandestin zu arbeiten. Das gleiche übrigens in Japan mit der Yakuza, mit den deutschen Gangstern. Also das sind alles Sachen, über die Aldo Moro dann geredet und geschrieben hat. Ein Teil davon, von den Briefen, ist auch rausgekommen. Und dieser Fall Aldo Moro ist immer noch einer der interessantesten politischen Morde, die man angucken kann, neben Olof Palme, der auch eine ähnliche Kategorie ist. Aber da können Sie es schön sehen. Das heißt, in Italien sagt man, Aldo Moro wurde in Yalta ermordet. Yalta ist diese Konferenz am Ende des Zweiten Weltkriegs, wo die Welt aufgeteilt wird in zwei Sphären, die westliche und die östliche. Und man hat abgemacht, man wird nicht eingreifen, wenn jeweils die Vormacht dieses Großraumes, ja, dort für Ordnung sorgt. Das heißt, Aufstand in Ungarn wird platt gemacht. Die Amerikaner werden nichts machen. Chile 1972, die werden das platt machen, die Sowjets werden nicht eingreifen. Tschechoslowakei, gucken Sie sich das an. Und deswegen, die Leute, die angefangen haben an diesem Aufteilung der Welt, also das heißt, die Aufteilung war so, man hatte sich geeinigt, wir beide sind da und im Endeffekt wird es nur einen geben. Und irgendwann wird sich einer von uns dem anderen den Hals durchschneiden. Bis dahin werden wir aber keinen Dritten zulassen. Das ist unser gemeinsames Interesse. Wenn jemand in Europa anfängt, eigenständige Wege gehen zu wollen, wie Aldo Moro oder Olof Palme, Willy Brandt, Egon Bahr gehören auch in diese Kategorie, dann gab es auf die Ohren. Ja, das wurde nicht zugelassen. Gut, nehmen Sie diese drei Sachen. Souveränes, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Staatlichkeit, vergessen Sie Nationalstaatlichkeit, es geht um Großräume. Der erste Fall, Großraum, deswegen habe ich es dahinter geschrieben, Monroe-Doktrin, kennt das jemand? Nee, okay, Monroe ist, da haben die Amerikaner, so 1830 haben sie gesagt auf einmal, kurz vorher war noch eine Rede gehalten worden von dem damaligen Vizepräsidenten, die heißt Monsters to Destroy, also Amerika ist nicht unterwegs auf der Welt, um Monster zu jagen, wir sind die Fahnenträger der Freiheit, wenn Leute aus dem blutigen Europa kommen wollen und loskommen wollen von dieser furchtbaren Unterdrückung dort, sind bei uns willkommen. Wir mischen uns aber nirgendwo ein. Ja, das ist, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Wahrscheinlich, wenn ich nachher werde. Also er hat das geschrieben, das war berühmt. Und kurz drauf, ein paar Jahre später, kommt Monroe. Das ist schon anders. Da sind die Amerikaner stärker geworden und sagen, Europa kümmert sich bitte um seinen Kontinent und die Europäer tauchen hier nicht mehr in Nord- oder Südamerika auf. Das ist ja Simon Bolivar, befreit Südamerika, also das ist deren Freiheitsheld, die kommen aus dem Kolonialismus raus. Und dann sind diese ganzen südamerikanischen Staaten werden gegründet, Bolivien eben nach Bolivar, ja, Kolumbien, das ist alles Venezuela, das ist alles Simon Bolivar im hohen Ansehen. Und dann sagen die Amerikaner, die Europäer, es gibt dann Versuche der Kolonialmächte, jeweils die Staaten sich wiederzuholen. Die Amerikaner sagen, Amerika, unser Gebiet. Wer hierher kommt, den werden wir militärisch auch vertreiben. Aber wir bleiben von euch weg. Macht euren Kram in Europa. Amerika, das sind jetzt wir. Das ist das erste Mal, wo so ein Großraum definiert wird. Wird nicht gesagt Nordamerika. Ja? Da gibt es auch so Sachen, gucken Sie sich das vielleicht an, der amerikanisch-mexikanische Krieg oder allein Texas. Das sind so Sachen, da wird nicht gerne drüber geredet. Texas ist ja annektiert, die Namen können sich anhören, Nueva Mexico, New Mexico, Arizona, Sierra Nevada, dieses alles Spanisch, da hören Sie, das war alles Florida, ja, Florida, alles sozusagen mal Spanisch gewesen. Und Texas war, haben sich die Amerikaner geholt, weil es sehr interessant war. Und Texas hatte im Rahmen dieser Befreiung durch Bolivar die Sklaverei abgeschafft und die sollte wieder eingeführt werden. Und deswegen haben die sich aus diesem Gebiet von den Mexikanern, also von Spanien, haben sich die Amerikaner Texas rausgeholt. Und dann gibt es, wenn Sie das in den USA, ist das Davy Crockett, gibt es Filme drüber mit John Wayne und so. Es ging darum, die Sklaverei wieder einzuführen. Das ist nicht so heldenhaft. Ja? Das kriegen Sie nun nirgendwo erzählt, auch nicht im Geschichtsunterricht. So, das Ganze, was ich Ihnen gesagt habe, diese ganzen Beobachtungen stammen größtenteils, also Maßnahmenstaat, die Parallelität dieser Hierarchie aus der Beobachtung des NS-Staates. Der NS-Staat, der immer so schön geordnet da sieht, war organisatorisch ganz merkwürdig. Es waren immer mindestens zwei
Entitäten für dieselbe Sache zuständig. Es war also in der Verwaltung ein totales Chaos, was mit Absicht angerichtet wurde, eben um diese Maßnahmen zu stärken. Und es gibt neben dem NS-Verhasch, das ist auch schön geordnet, das ist ein KZ, den SS-Staat, der im Laufe des Krieges immer wichtiger wird, immer mehr Sachen übernimmt und der quasi so eine Mischform aus dem Maßnahmenstaat kommt und sich dann selber einen eigenen Staat schafft. Also Deutschland ist unter diesen Gesichtspunkten hochinteressant, so zynisch das jetzt klingt, aber was dort passiert, weil sozusagen die gesamten Verfallsformen und Neuaufbauformen von totalitären Staaten dort sehr schön abgeguckt werden können, weil in Deutschland immer alles so schön geordnet stattfindet, selbst das Chaos geordnet. Ja? Also das haben die beobachtet, daher kommen die Sachen her, daher kommen wir hin. So, und jetzt kommen wir in die Türkei. Susurluk, 3.11.96, ein Unfall, der in der Türkei historisch geworden ist. Dort kommen diese vier sympathischen jungen oder mittelalten Menschen ums Leben. Diese Frau, angedeutet 90er Jahre, hat zu viel amerikanische Fernsehserien geguckt, eine Schönheitskönigin. Und hier andere, die kommen dann zu Leben. Und mit diesem Unfall ist auf einmal in der Türkei klar, wo der Hase langläuft. Denn was man findet, diese Leute nacheinander, dieser Mann hier ist Großgrundbesitzer und kommandiert paramilitärische Truppen, auf die die türkische Regierung zugreift, um gegen die PKK zu kämpfen. Im Rahmen des Gladio-Netzwerkes. Das heißt in der Türkei nicht Gladio. Gladio ist ja der Begriff, der in Italien geprägt worden ist. Das heißt Stay-Behind-Netzwerk. Aber das ist er. Dann haben wir hier Kocadac, ehemaliger Polizeipräsident von Istanbul. Ja? Er ist der Polizeipräsident, der Vertreter des Staates, Polizei. Dieser Mann hier, Abdullah Çatlı, ein führendes Mitglied der Rechtsparteien Grauen Wölfe, steckbrieflich gesuchter Drogenhändler, Auftragsmörder, ja, sowie dessen Geliebte, das ist sie hier, die ehemalige Schönheitskönigin. Im Auto werden gefunden jede Menge Drogen in großen Mengen. Es sind Waffen mit dabei. Und dieser sympathische junge Mann hat einen Ausweis, den vorher auch Mohammed Atta, der Mann, wie heißt er jetzt, der den Papst, der Attentat aufs Papst gemacht hat. Ali Akça, der hatte denselben Ausweis wie dieser Herr Abdullah Çatlı oder Çatlı, ich weiß, ich kann kein Türkisch, ja. Der gehörte ja auch zu den Grauen Wölfen und hat eine direkte Verbindung jetzt wieder mit diesem Mann. Das ist eine hochdubiose Angelegenheit, auch dieses Attentat auf den Papst, das ist also ein Geheimdienstkontext. Das heißt, in einem Auto sitzen der angeblich größte gesuchte Verbrecher der Türkei mit dem Polizeipräsidenten, mit jemand, der als Großgrundbesitzer auch noch Parteiangehöriger einer der größten Parteien ist. Damit war klar, das darf eigentlich gar nicht sein. Durch den Unfall ist das offenbar geworden. Und das in der Türkei, der Begriff tiefer Staat, kommt aus der Türkei, Derin Devlet heißt das dort. Und das ist ganz anders als bei uns. In der Türkei können Sie nicht über diese Dinge reden, ohne tiefer Staat zu sagen. Das ist quasi, und Demirel hat gesagt, wir haben zwei Staaten, zwei parallele Staaten, wir haben den tiefen Staat und den offiziellen Staat. Und es sollte eigentlich umgekehrt sein, als es ist. Der tiefe Staat ist derjenige, der herrscht. Das können Sie auch dreiteilen. Sie können sagen, es ist zum Teil, ja? Wie wird offiziell erklärt? Keine offizielle Erklärung. Das war so peinlich, dass man nichts machen konnte. Es ist in der Türkei, es sind nirgendwo so viele Journalisten ums Leben gekommen. Es hat nirgendwo so viele Staatsstreiche gegeben und so viele Juristen, die ermordet wurden, wie in der Türkei. Wir haben bei Gladio immer Italien im Kopf, aber das Land, in dem es am schlimmsten überhaupt war, ist die Türkei, was in der Energikon, wenn Sie diese Prozesse, der jetzige Präsident angeführt, das ist alles in diesem Zusammenhang. Das heißt, in der Türkei können Sie gar nicht reden über Politik, ohne den Begriff tiefen Staat zu verwenden. Das ist dort sozusagen ein Tagesding. Wären Sie hier mit tiefen Staat, können Sie ausprobieren, stellen Sie sich mal hin, wenn jemand da ist im Parlament, Sie werden sofort als Verschwörungstheoretiker Idiot. Hier dürfen Sie es nicht, dort müssen Sie es, weil man die Realität, die die Türkei erlebt hat, gar nicht anders erklären kann. Also Derin Devlet ist der Begriff tiefer Staat, daher kommt eigentlich dieser Begriff tiefer Staat, aber also nehmen Sie paralleler Staat, dualer Staat, Machtstaat, Rechtsstaat, diese Dualitäten. Stellen Sie sich einfach vor, es ist parallel. Es gibt zwei Entitäten parallel. Ja? Aber hier ist das, und das ist nicht 96 angefangen, das ist 96, ist sozusagen, es ging konstant seit den 70er Jahren. Ein Putsch nach dem anderen, immer das Militär. Das wissen Sie vielleicht auch aus den Nachrichten, dass immer so das Militär mit dem Putsch winkt. Ja? Aber das ist mehr. Und das ist eben verbunden mit dem Drogenhandel, mit dem Waffenhandel, mit dem internationalen Terrorismus. Und da sind die Leute, die es bekämpfen und die es tun, sitzen in einem Auto. Ja? Und glauben Sie nicht, dass das nur da so wäre. Solche Unfälle sind nur so selten.
Das ist das Gladio-Netzwerk, also das Stay-Behind-Netzwerk. Offiziell errichtet, um im Falle eines sowjetischen Angriffs Soldaten, Truppen, also das heißt nicht Truppen, sondern Kräfte im Hintergrund zu haben, die gegen die Sowjets kämpfen können. Das ist eine Idee, die Otto Skorzeny im Zweiten Weltkrieg ausgekocht hat. Überrolltruppen hieß das da. Also man lässt die erste Welle über sich rübergehen und dann geht man im Rücken des Gegners, geht man vor gegen die Truppen. Und das ist überall aufgebaut worden. Und jetzt, warum ist das interessant in Bezug auf dualen Staat? Weil das läuft nicht über die offiziellen Kanäle. Offiziell mitgeteilt bekommen die Staaten, ja, also das heißt die Regierung und die Leute, die in der NATO sitzen, es ist eine NATO-Geheimarmee, aber die NATO ist eine multinationale Truppe, das wäre ja insgesamt erstmal nicht so schlecht. Da gäbe es aber in Wirklichkeit ist sie, diese Struktur ist eine Struktur der Amerikaner. Und die haben Leute, die mit ihnen zusammenarbeiten in den einzelnen Staaten. Die Leute sind aber angeknüpft an den Großraum, an die USA, nicht an ihre Regierung. Die Sachen, die von diesen Truppen gemacht wurden in Italien, sind die für eine Reihe von der schlimmsten Terroranschläge, Bologna, wenn Sie das kennen, wurde immer gesagt, das waren angeblich die Linken, dann kommt raus so der, durch die Justiz, das waren die Rechten. Und dann wird der entsprechende Staatsanwalt, also Ermittlungsrichter, kommt ums Leben. Ja. Italien hat eine Sonderrolle, weil in Italien das juristisch ist, dass die Ermittlungen werden nicht von einem Staatsanwalt gemacht, der in Deutschland zum Beispiel dem Innenminister untersteht, weswegen wir im Fall Barschel keine Ermittlungen hatten, keine richtigen. Wurde immer, wenn es interessant wurde, vom Innenminister gekippt oder vom Oberstaatsanwalt. Sondern in Italien ist das ein Ermittlungsrichter. Und wenn der Richter will, dann kann ihn niemand stoppen. Bei den Ermittlungen. Die können sie nur stoppen, indem man ihn umbringt. Und das ist in 44 Fällen bei ungefähr, ich glaube es sind 44, also über 40 bei Gladio passiert, wo Leute auf wundersame Weise durch Explosionen, durch Sonstiges ums Leben gekommen sind. Das ist, deswegen wollte Berlusconi auch das deutsche Rechtssystem für die Staatsanwälte einführen, um endlich einen Zugriff darauf zu haben. Aber in Italien sind die Sachen vor Gericht rausgekommen, weil Italien diese Sondersituation im Juristischen hat und dort musste das Ganze zugegeben werden. Es ist vor Gericht gewesen und dann mussten die Staatsführung auch sagen, ja, das gibt es und sagen, das haben wir doch schon 40 Jahre. Dann hat der Erste geredet, das ist der Andere, ich habe 40 Jahre, habe ich meinen Mund gehalten, dieser Idiot stellt sich jetzt einfach hier hin und erzählt darüber. Ja, und dann ging das sozusagen, dadurch ging das los. Das war also interessant, es gab dann sogar einen Entschluss des Europäischen Parlaments, dass das in allen europäischen Staaten aufgeklärt werden soll, der natürlich nicht durchgeführt wurde. Was hier interessant ist, was Sie sehen, non-NATO. Also das heißt, das Gladio-Netzwerk ist auch in Schweden, es ist auch in der Schweiz, es ist auch in Österreich, es ist auch in Finnland. Es ist zwar ein NATO-Netzwerk, aber es ist in allen neutralen Staaten, gibt es diese Struktur auch. Das heißt, es ist der Zugriff der Amerikaner auf den dualen Staat, Teile davon in den Ländern jeweils, mit denen über solche terroristischen Akte, das, was Daniele Ganser hat seine Doktorarbeit darüber geschrieben, mit der ist er berühmt geworden, mit der hat er sein Professorenposten an der ETH Zürich, man kann in der Schweiz nicht höher aufsteigen, akademisch bekommen und wurde dann auf Intervention der amerikanischen Botschafterin von seiner schweren Last befreit, auch von seinem Professorenposten an der Uni Basel, ist dann in Ungnade gefallen, weil er sich mit dem 11. September beschäftigt hat. Also diese Sache hier war noch so historisch, dass man sagte, okay, das erste Mal ist akademisch gearbeitet über diesen Bereich. Ich habe das 2003 beim ZDF vorgeschlagen, da war es noch eine Verschwörungstheorie, ja. Also das ist mit Ganser, mit der Doktorarbeit war das dann letztlich beendet. Es gab einen Kollegen im ZDF, der 15 Jahre versucht hat, eine Doku darüber zu machen, festangestellt, die er dann letztlich gemacht hat für ungefähr die Hälfte dessen, was normalerweise an Produktionskosten für sowas freigegeben wird. Also ein irrer Aufklärungsbedarf. Die können Sie im ZDF-Info und so. Das heißt, die weiß ich nicht genau, es geht um Gladio, Gladio ist im Titel. Die ist auch sehr gut, aber der arme Kerl, ich habe mit ihm gesprochen, dann, ich habe ihm sogar noch Material abgetreten, weil der wirklich auf schmalstem, also daran sehen Sie, wie groß das Interesse in den Sendern ist, solche Sachen aufzuklären. Ja? Also Sie können mit dem dünnsten Budget, Sie können jahrelang vor und dann irgendwann, wenn irgendwo mal jemand krank geworden ist, kriegen Sie den Auftrag vielleicht, ja, weil einer nicht aufgepasst hat. Das war ja auch seine letzte. Ja. kann ich Ihnen einiges dazu erzählen, wie sowas ist. Ja? Also das ist... Sie wissen, wir wissen alle, dass man keine Karriere macht damit, aber dass man seinen Job verlieren kann, das hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Bitte? Doch, natürlich, natürlich, hier. Nein, East Germany. Das ist im Kalten Krieg. Wir sind hier noch...
Deutschland ist es der Bund Deutscher Jugend, hieß das, BDJ, bestand aus lauter ehemaligen NS- und SS-Größen, die unter anderem vorhatten, die gesamte sozialdemokratische Führungsmannschaft zu ermorden, waren die Todeslisten fertig. Das war, also Deutschland ist sehr wohl in diesem Netzwerk drin gewesen. Darüber hinaus, also angeblich gibt es das nicht mehr. Ich habe mit einem Staatssekretär gesprochen, der im NATO-Hauptquartier in diesen Beratungen, es gab zwei verschiedene Kreise, einer mit den Vertretern der neutralen Staaten, eine ohne. Er hat gesagt, die interessanteren waren die mit, weil Schweden war immens wichtig, kommen wir auch noch dazu. Ich weiß nicht, ich bin wahrscheinlich in der Zeit schon wieder viel zu weit. Es muss, glaube ich, schneller werden. Aber kommen wir jetzt mal, also das ist, diese neutralen Länder sind wirklich wichtig auch für die, wenn sie geografisch wie Schweden geografisch wichtig liegen oder Finnland, das lassen die nicht aus. Das ist jetzt in der Verfassung, dort steht nie sowas drin, aber die sind Teil, Schweden hat also 1960, hat es keine Planung im militärischen Bereich mehr gegeben, die nicht mit der NATO zusammen stattgefunden hat. Das war nicht neutral, es war blockfrei, das, so haben wir das gesagt. Aber noch nicht mal das, sondern das war Teil des westlichen Verteidigungsbündnisses, inoffiziell. Im Falle eines Krieges wären die gesamte amerikanische US Air Force Europe, ja, nicht die NATO-Kräfte, wären aus Deutschland abgezogen worden, das eine strahlende Wüste gewesen wäre, alle nach Schweden. Die wären in Schweden aufgenommen worden, hätten von Schweden die Sowjetunion angegriffen. Können Sie auch sehen. Das ist wunderbar. Nicht England. Deutschland ist klasse, schön nah dran, aber Schweden kommt man hier gut runter. Auf diese sogenannten Polish Lines of Communication, wo die Sowjets ihre Truppen durch dieses Gebiet hier durch nach Westeuropa, die wollten ja in den Atlantik, durch Frankreich durch. Okay, aber so. Kommen wir jetzt zu zwei Männern, die ich weiß nicht, ob Sie kennen, Curtis LeMay und Thomas S. Powers waren beide nacheinander Chef des strategischen Bomberkommandos, Strategic Air Command in den USA. Zwei härteste Hunde. Powers ist übrigens die Figur für Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Der verrückte Offizier ist nach ihm hier modelliert, weil der Typ hat wirklich nicht alle Tassen im Schrank gehabt. Ja. Das ist hier unten, können Sie lesen, da ging es darum, er hat dieses CIOP 61, also die Planung für den Atomkrieg, und dann sagt er, da wurde also die Millionen nur in den Hunderter-Millionen-Zahlen geplant, Toten. Und dann hieß es, ob man nicht im menschlichen Leben einen höheren Wert, und dann sagt er, Zurückhaltung, warum sind Sie so besorgt darum, dass man irgendwie Leben schützen sollte? Die ganze Idee, das Ganze, worum es geht, ist doch, dass wir diese Bastarde killen, dass wir sie umbringen. Wenn am Ende des Krieges zwei Amerikaner und ein Russe übrig sind, der noch lebt, haben wir gewonnen. Das ist, diesen Leuten möchten sie gerne Atomwaffen anvertrauen. Sie hatten sie. Ja? Das ist der Zustand, in dem sie sich bewegen. Dieser Mensch hat wirklich nicht alle an der Raffel. Ja? Hatte. Und das können wir jetzt so sehen, jetzt kommen wir dazu. Jetzt kommen wir nämlich in den Bereich Deep State. Es wurde damals gesagt, es gibt eine Bomber-Gap, also eine Bomberlücke und eine Raketenlücke. Die Sowjets hatten immer Angst vor den Amerikanern. Mir hat ein russischer Offizier, ein Luftwaffenoffizier gesagt, wir haben immer mit den schwarzen Steinen gespielt. Und das heißt, sie haben immer versucht aufzuholen, den militärischen Vorsprung der Amerikaner, was ihnen nie gelungen ist. Und auf diesem Weg haben sie gelogen, dass sich die Balken biegen, wie toll ihre Waffen sind. Haben also erzählt, Khrushchev hat gesagt, wir produzieren Raketen wie Würstchen aus der Maschine. Alles gelogen, die hatten drei oder vier da rumstehen. Und das amerikanische Militär hat gesagt, wenn der Khrushchev schon sagt, dass sie Raketen wie Würstchen produzieren und Hunderte haben, dann haben sie Tausende. Also es wurde aufgeblasen, die Bedrohung durch das Militär. In Wirklichkeit wussten aber zum Beispiel die Amerikaner hier 1954, das ist der Stand, sie müssen 45 Atombombe USA, 49 haben die Sowjets die Atombombe, 50 kommen die Briten hinterher. Super interessante Geschichte. Lassen wir mal weg, die Amerikaner haben die Briten beschissen. Das Manhattan Project war ein Gemeinschaftsunternehmen USA, Großbritannien, Kanada. Und als die Amerikaner merkten, dass sie die Bombe selber bauen können, haben sie die anderen beiden über Bord geschmissen. Und die haben dann sogar verboten, Kenntnisse über Nuklearwaffentechnik an die Engländer weiterzugeben, McMahon Act. Also deswegen kamen die Briten erst 1950 nach, ja, obwohl sie in dem Programm mit drin waren. Am Anfang wusste man ja noch gar nicht, ob irgendwas funktioniert. Ja. Am Anfang war das ein Wolkenkuckucksprojekt. Das ist eine Doku, die ich vorgeschlagen habe. Können Sie dann mitfiebern, ob die jemals zustande kommt? Ja, über dieses Programm. Also 1954, Sowjetunion hat 150 Bomben und braucht einen Monat, um kriegsfähig zu werden. Die USA 750 Bomben in wenigen Stunden. Was sagt das amerikanische Militär, Strategic Air Command, Curtis LeMay und Power? Jetzt, Krieg jetzt, weil der Krieg kommt sowieso. Der Krieg ist unausweichlich.
Es wird einen Atomkrieg mit der Sowjetunion geben. Machen wir ihn jetzt, wo wir ihn gewinnen können, und wir haben hier 4 Millionen Tote bei uns. Ja, er kommt sowieso. Also, die Politiker haben nicht die Eier in der Hose, um das durchzuziehen, also müssen wir das machen. So wird geredet und gedacht. Und das ist sogar öffentlich in Zeitungen. 1950, das habe ich aus Zeitungen rausgezogen, sagt der Secretary of the Navy, heißt deutsche Marineminister, also das ist, Marineminister haben wir nicht mehr, hatten wir mal im Ersten Weltkrieg. Ja. Wir werden die ersten Aggressoren für den Frieden sein. Wir werden diesen Krieg anfangen. Wir werden Aggressoren sein für den Frieden. Krieg für den Frieden. Noch besser ist der hier, General Orville Anderson, der Kommandant der Air War College, heißt das die Luftkriegsuniversität, also der Ausbildungsstätte der US Air Force, der sagt, gebt mir den Befehl, es zu tun, und ich zerstöre die 5 Atombombennester in einer Woche. Die sind alle konzentriert in der Sowjetunion. Und wenn ich zu Christus auffahre, dann glaube ich, dass ich ihm erklären kann, warum ich es tun wollte, jetzt, bevor es zu spät ist. Ich glaube, ich könnte ihm erklären, dass ich damit die Zivilisation gerettet habe. Das heißt, die warten darauf, endlich losschlagen zu können, und werden von diesen Weichei-Politikern daran gehindert. Das ist ihr Bild. Denken Sie jetzt an den dualen Staat, Maßnahmenstaat. Dort ist ein ganzes Militär, das sagt, eine Gefahr auf Leben und Tod. Und die Politik ist zu weich. Wir müssen das, wir haben gelernt, wie das ist mit Leben und Sterben. Wir sind dafür zuständig. Und wir müssen jetzt die Entscheidung treffen, lasst uns die Sowjets vernichten, solange es noch geht. Das ist die Situation in den 50er Jahren. Könnte ich vielleicht andersrum machen, machen wir aber so. 1954, werde ich Ihnen gleich zeigen, gibt es Flüge in den sowjetischen Luftraum dann. Und dann sagt LeMay, ich habe diesen Pilot hier, maybe he told a reconnaissance pilot, ich habe den interviewt, der hat das tatsächlich so gesagt, der Pilot hatte gedacht, das sei ein Scherz. Er hatte gesagt, wenn wir diese Überflüge, also die Eindringflüge in den sowjetischen Luftraum richtig machen, dann können wir den Dritten Weltkrieg loslegen. Wenn die Sowjets, wir machen das so lange, wir provozieren, dann brauchen wir die Politiker nicht. Wir machen diese Flüge und der Dritte Weltkrieg geht los. Der Pilot selber, der den Flug gemacht hat, der beschossen wurde von MiGs auf diesem Flug, ja, der hat gedacht, der hat einen, so einen markigen Scherz oder sowas. Das meinte Curtis LeMay aber ganz ernst. 1965, nachdem er in Ruhestand war, er hat mit dem angetreten als Vizepräsident für den rechtsradikalen Apartheid-US-Politiker Wallace, der die Rassentrennung beibehalten wollte, für den war er als Vizepräsident angetreten, Curtis LeMay. Ja. Er sagte, wir wären einiges besser dran, wenn wir den Dritten Weltkrieg da in diesen Tagen damals gestartet hätten. War immer noch der Meinung, verpasste Chance. Der Atomkrieg hat nicht stattgefunden. In der Kuba-Krise, gucken Sie sich den Film von Oliver Stone, der ist zwar nicht 100% akkurat, aber er ist einigermaßen akkurat. Und da können Sie auch über diese Luftwaffenoffiziere einiges lernen, sagt er, der russische Bär hat immer versucht, seine Franke in die lateinamerikanischen Wasser zu tauchen. In das Meer, also Kuba. Und jetzt haben wir ihn in einer Falle. Lasst uns sein rechtes Bein bis zu seinen Eiern abschneiden. Wenn ich genauer drüber nachdenke, lasst uns die Eier auch noch abschneiden. Das ist die Denkweise, das sind die Leute, die über Atomwaffen entscheiden. Möchten Sie so jemanden in der Familie haben, ja, dem am Weihnachten mit dem zusammen sein? Das ist, als SEC-Commander wollte er die Vollmacht, den Erstschlag selbst zu befehlen, falls Washington zerstört wäre. Er wollte also unbedingt die Finger auf den Abzugsknopf kriegen für die Atomwaffen. Deswegen gucken Sie Dr. Seltsam, da hat Kubrick eine Satire draus gemacht. Der Mann, der das Drehbuch geschrieben hatte, wollte keine Satire. Der wollte das veröffentlichen, was da für Wahnsinnige dran sind. Der Kubrick hat die Satire draus gemacht, aber die Sachen da drin, als ich das erste Mal gesehen habe, nachdem ich die Sachen gelesen habe, habe ich gedacht, hui, wie kommt das denn? Das ist ja alles wahr. Ja, und dann hat mir jemand gesagt, ja, der Drehbuchautor hatte das auch ganz anders vor. Der war sehr unglücklich über den Film am Anfang, dann hinterher nicht mehr. Es ist ein Meisterwerk geworden. Aber so, und dann steht hier, das ist aus einem Buch von Richard Rhodes. Das ist sozusagen der Papst der Historiker in Bezug auf Nuklearwaffen. Der hat gesagt, LeMay und Powers haben kleine Schritte unternommen, um einen Nuklearkrieg zu provozieren, auf eigene Rechnung. Sie haben mit Bombern, sind sie absichtlich weiter geflogen als bei den Umdrehpunkten vor der Grenze, sondern in die Grenze rein. Haben immer mal probiert. Vielleicht schafft man es ja. Irgendwo ist ein Russe, der ist genauso drauf wie wir, der schießt ab und dann geht es endlich rund. Ja? Das haben die ganze Zeit probiert. Denken Sie jetzt dran, Ausnahmezustand. Hier ist jemand, der am Ausnahmezustand rumschrauben kann. Die Politik kann entscheiden, sie will keinen Krieg. Er hat die Flugzeuge, um das zu tun. Und er macht es. Und er hat es leider nicht geschafft aus seiner Sicht. Das ist der Flug, von dem ich erzählt habe, hier aus England. Die gehen hier rüber, den sehen Sie, die kommen da rüber.
und gehen jetzt hier, das ist Murmansk, ist immens wichtig, das ist das teuerste Immobilienstück der Welt, da sind die Russen, haben ihre U-Boot-Flotte mit der Zweitschlagskapazität, der fliegt hier über sowjetisches Gebiet, wird abgefangen von Jägern, die haben gesagt, es gibt nur MiG-15, die hatten aber schon MiG-17 und der hatte auf einmal hatte dann Löcher in seiner Maschine und der Tank lief leer und es ist eine sehr spannende Geschichte. Er ist dann über dem Meer, hat er gerade noch einen Tanker gefunden. Aber eigentlich ist der Punkt, das erzählen die Amerikaner so gerne als Heldengeschichte, eigentlich ist es der helle Wahnsinn. Das heißt, der Mann wird mit einem Flugzeug, RB-47, das sage ich Ihnen jetzt gleich nochmal, in die Sowjetunion reingeschickt. Und Curtis LeMay, das sind damals die schnellsten Flugzeuge, diese Bomber sind genauso schnell wie die Jäger. Also die ersten Düsenbomber. Und das will ich Ihnen nochmal zeigen. Da sitzen in diesen Maschinen, das ist Fotoausrüstung. Und hier sitzen, sehen Sie vielleicht ein paar Leute. Das ist ein elektronischer Staubsauger, der fliegt rein ins Land. Dann gehen unten die Radars und der Sprechfunk. Und die Flugzeuge werden hochgeschickt. Und das wird alles aufgezeichnet. Das ist alles ist da drauf. Und hinterher kann man sich das anhören, angucken und sehen, wie die Befehlskette am Boden aussieht. Dafür ist das gemacht worden. Und jetzt fliegt Hal Austin fliegt mit einem Flugzeug dieser Bauart, einer RB-47, und das hier ist der Atombomber der Amerikaner. Viel Spaß beim Auseinanderhalten, wenn Sie russischer Pilot sind, was da jetzt gerade ankommt. Das heißt, Curtis LeMay fliegt mit Flugzeugen in den Luftraum ein, bei denen ein normaler Pilot nicht sagen kann, ist es ein Atombomber oder ist es ein Aufklärer. Also das ist mit Absicht alles so gemacht, dass die Sache hier explodiert. Ja? 56, das ist eine Karte, ist immer gewöhnungsbedürftig. Hier ist der Nordpol. Die kürzeste Verbindung von USA zur Sowjetunion ist über den Pol. Deswegen wurde immer gedacht, dass die, wenn die Russen angreifen, über den Pol oder auch umgekehrt. Jetzt machen die da so Scheibchen, die Amerikaner, und die fliegen ständig mit ihren Bombern in den Norden der Sowjetunion und zeigen den Russen, ihr könnt euch nicht verteidigen. Wir kommen immer rein, wir kommen ran, wir fliegen da drüber. Fliegen drüber, zack, kommen wieder, nächsten Tag wieder. Reine Provokation, ja. Das ist, und das läuft jetzt, wie Sie gehört haben, im Militär unter der Maßnahme, schaffen wir es, den Dritten Weltkrieg auszulösen. Ja? Und das kriegt auch der amerikanische Präsident mit, der heißt Eisenhower, ist selber General und hat im Zweiten Weltkrieg die amerikanischen Truppen befehligt. Und ist jemand, der vernünftig ist. Das ist kein begeisterter Kriegstreiber, sondern jemand, der... Reluctant Warrior heißt das in den USA. Also so, der ist da nicht begeistert, der will keinen neuen Krieg, der ist nicht wie Curtis LeMay. Aber er sieht, er hat diese Militärs vor sich. Er ist selber ein Militär, ihn nehmen sie ernst. Aber sie nehmen ihn nicht so ernst, dass sie sagen, der ist ja schon halber Politiker, der ist ja nicht mehr richtig hier, nicht mehr richtig einer von uns. So, und das macht dieser, das ist Eisenhower, ja? Der schickt die U-2 über die Sowjetunion. Haben Sie vielleicht schon gehört, U-2-Spionageflieger, wer kennt das? Ja. Wissen Sie, Gary Powers, abgeschossen 1960. Die Amerikaner haben gedacht, die können 2 Jahre mit dem Ding reinfliegen, dann ist es vorbei. Sie haben 4 Jahre, also das ist übrigens immer noch im Einsatz, die Maschine, wird immer noch geflogen. Das ist eigentlich ein Segelflugzeug mit einem Düsentriebwerk, was so hoch fliegen kann wie kein anderes Flugzeug. Und damit fliegen die jetzt rein und die Piloten sind von der CIA. Und jetzt war ich habe mir ein Interview gemacht mit dem ersten Piloten, also der erste Einsatz war 1954 aus Wiesbaden in die Sowjetunion. Und haben einen Fotoflug gemacht und ich habe diesen Piloten gefragt, wo kamen sie vorher her? Air Force, die wurden ausgesucht, das waren richtig gute Leute, vor allen Dingen gute Leute in Bezug auf Feinfühligkeit. Also diese U-2 fliegt in einem Bereich, doch, vielleicht doch interessant. Es gibt einen Hochgeschwindigkeitsabriss, Strömungsabriss und einen Niedriggeschwindigkeitsabriss. Und diese beiden Kurven auf einem Graph aufgetragen gehen mit der Höhe zusammen. Das da oben nennt man die Sargecke. Das heißt, ganz da oben drin sind Sie in einem Bereich, wo Sie sofort im Hochgeschwindigkeitsabriss oder im Niedriggeschwindigkeitsabriss sind. Das heißt, Sie müssen in der obersten Ecke fliegen Sie bei denen mit 5 Knoten Unterschied, also 8 Stundenkilometern, in diesem Bereich 4 Kilometer zu langsam, 4 Kilometer zu schnell und die Maschine fällt runter. Ganz, ganz genau. Das haben die damals, dafür haben die Leute ausgesucht und die mussten Treibstoffmanagement perfekt beherrschen, damit ihnen, wenn sie andere Wetterlagen, es ist ein Segelflugzeug, also das heißt, das sind hochqualifizierte Piloten, also ganz kühle, gute Rechner, sage ich mal. Und warum zum Teufel CIA? Da können Sie Bücher, ich habe so viel darüber, können Sie durch? Nichts, kein Wort. Wird immer nur gesagt, CIA-Piloten. Dann wurde gesagt, ja, weil wenn das Militär abgeschossen wäre, wäre das ein kriegerischer Akt. Ich habe Ihnen gerade gezeigt, das Militär fliegt ständig darum. Das ist alles Bullshit. Der Grund war, dass Eisenhower seinen eigenen Militärs nicht getraut hat.
Er hat gesagt, wir machen jetzt Flüge in die Sowjetunion rein und ich will wissen, wie gefährlich die Sowjetunion ist. Endergebnis übrigens, dass das alles nicht stimmt mit der Bomber Gap und der Missile Gap. Das Ergebnis, was die mitbrachten, war, auf den Flugplätzen steht nichts rum. Und Raketen gibt es auch keine. Alles aufgepumpte Geschichte. Das war insofern sehr wichtig. Und er macht jeden einzelnen Einsatz, befiehlt er persönlich. Die U-2 fliegt nicht ohne die Unterschrift von Eisenhower unter dem Einsatz. Und das hat er gemacht, weil er seinen eigenen Militärs nicht die Möglichkeit geben wollte, schon wieder mit den Streichhölzern am Pulverfass rumzuspielen. Steht aber in keinem Buch drin. Jetzt haben sie aber Ausnahmezustand wieder. Das sind Leute, die das Militär versucht, einen Krieg herzustellen und der Präsident muss sich gegen sein eigenes Militär wehren. Mittlerweile, ich sagte, die U-2 fliegt immer noch, SA-71 fliegt auch immer noch, Luftwaffe, nicht mehr CIA. Eisenhower hat in seiner Abschiedsrede, kann ich nur empfehlen, die ist in YouTube, kann man sich das anhören, hat er gewarnt, die größte Gefahr für die amerikanische Demokratie ist der militärisch-industrielle Komplex. Das ist die Abschiedsrede von einem General. Also ich hab drei von den Piloten gesprochen, die in der Sowjetunion waren. Wie gesagt, also das Ding ist damals Endkante des Ingenieursmäßigen gewesen. Die Sowjets haben ja eine abgeschossen und die waren nicht in der Lage, sie nachzubauen, obwohl sie das Wrack hatten. Die haben es nicht hingekriegt, die Maschine mit den Leistungsparametern, die kamen nicht so hoch, die konnten nicht. Das war Endkante dessen, was technisch möglich war. So, das will ich Ihnen nochmal zeigen. SEC-Planung machen wir vielleicht schneller. Es geht hier darum, dass in der SEC-Planung, das sagte ich gerade, geht es hauptsächlich darum, Zivilbevölkerung zu massakrieren, im großen Stil. Also auf Moskau sollten 170 Atombomben abgeworfen werden. Moskau sollte pulverisiert werden. Und die Ziele waren die Zivilbevölkerung, nicht in erster Linie militärische Ziele, sondern das Ausrotten der Städte. Das war das. Das kriegt jetzt Kennedy mit. Ja? Joint Strategic Capabilities Plan, 170 Atombomben, Wasserstoffbomben, also das ist nochmal eine Potenzsteigerung. Und die Zerstörung jeder sowjetischen, chinesischen und osteuropäischen Stadt. Hunderte von Millionen Toten. Und als Kennedy das hört, ist er angewidert von diesem Briefing und dreht sich zu seinen Leuten um und sagt, und wir nennen uns selbst die menschliche Rasse. Ja? Das kriegen die Militärs mit und damit ist Kennedy unten durch. Das ist ein Weichei. Der schreckt zurück für 100 Millionen Toten. Damit hat er sich diskreditiert für diese Leute. Als die Kuba-Krise kommt, gucken Sie sich das an. Das zeige ich Ihnen nachher noch. Wird gesagt, Kennedy, den können wir, das Militär, der duale Staat, der Maßnahmenstaat, nicht als Präsident akzeptieren. Der ist nicht hart genug. Der ist weich gegenüber den Kommunisten. Wir kommen jetzt zu einem weiteren Bereich, damit Sie sehen, das ist nicht nur in den USA so. Es geht um den Bau der israelischen Atombombe. Und die israelische Atombombe ist möglich geworden durch die französische Industrie, die mitgeholfen hat, das werden Sie gleich sehen. Und die Deutschen hängen auch mit drin. Wahrscheinlich ist es so, dass wir das israelische Nuklearwaffenprogramm bezahlt haben. Und zwar in der Hoffnung, unter Strauß selber eine Atombombe zu kriegen, was die Amerikaner nicht wollten. Die Amerikaner wollten nicht, dass Israel eine kriegt, Kennedy wollte es nicht. Da muss man vorsichtig sein. Kennedy hat massiv dagegen gearbeitet. Danach dreht sich das. Die wollten auch nicht, dass die Franzosen eine Atombombe haben. War nicht so schlimm, war aber auch nicht, wollten das nicht. Immer die eine haben, wollen nicht, dass der nächste kommt. Und Deutschland sollte sowieso keine haben. Aber in Deutschland war Strauß Atomminister und Adenauer wollte Atombomben. Das ist der Hintergrund. Es gibt also eine merkwürdige, und jetzt kommen wir dazu, wie ist das dazu gekommen, dass Israel diese Atombombentechnologie aus Frankreich kriegt? Am Anfang ist es die sozialistische Regierung, die ihnen hilft und sagt, wir schulden euch eine Atombombe. Zweiter Weltkrieg, Judenvernichtung. Wir schulden euch eine Atombombe und helfen ihnen. Und dann geht es aber, weil ständig die Regierung wechselt in Frankreich in der Zeit, durch verschiedene Instanzen durch. Und das können Sie sich jetzt mal anhören, wie das gelaufen ist. Denken Sie jetzt wieder dran, offizieller Staat, Maßnahmenstaat, wenn Sie das sehen und hören. Ich habe einen französischen Kollegen drin, Pierre Pien, der hat das Standardwerk über die Geschichte der französischen Nuklearwaffen geschrieben. Also, das ist aus meinem Film Israel und die Bombe, kann man in Arte angucken. Damit habe ich mir sehr viele Freunde beim ZDF gemacht. Ja. Das ging ganz oben rüber, von oben runter über den Intendanten. Seitdem wissen die, wer ich bin, überall und mögen mich nicht mehr. Ja.
Also die Redaktion meinte, sie finden das ganz toll und wieso soll es Schwierigkeiten geben, aber die Leute, die das meinten, sind auch nicht mehr da. Ja? Also das ist ein schönes Beispiel. Das ist, niemand hat gesagt, das stimmt nicht. Das kann man auch nicht sagen. Das ist, ist alles mit Rang und Namen drin, was dazu was zu sagen hat. Aber die Sache an sich gefällt nicht. Die Wirklichkeit ist nicht sympathisch. Ja? Also man möchte nicht so wirklich, dass sie das wissen. Es wird zwar jetzt wiederholt und so weiter, aber ich habe damit richtig Schwierigkeiten gekriegt mit dem Film. Aber Sie haben jetzt noch mal gehört, Sie haben gesehen, selbst so eine Entscheidung wie die Atombombe läuft nicht in der Regierung. Noch nicht mal. De Gaulle weiß nicht, was dort passiert. Also das ist nun ein klassisch dualer Staat. Ja? Ja? Für diese? Nein, das kommt sogar zum Teil aus Deutschland. Das ist Schersberg A, können Sie auch nachgucken. Es ist ein Uranfrachter. Auch, es gibt, also die Israelis haben sich überall Uran hergeholt und haben ja eine sehr enge Zusammenarbeit mit Südafrika angefangen. Das ist aber etwas später als das hier. Das ist, es gibt nachher eine extrem enge Zusammenarbeit, habe ich auch in dem Film, zwischen Südafrika und Israel, auf nuklearem Gebiet auch. Die Südafrikaner, das wissen Sie vielleicht nicht mehr, hatten auch Atombomben. Die hat Mandela abgegeben. Das heißt, die Voraussetzung dafür, dass Mandela als schwarzer Präsident an die Macht kommen durfte, war Atombomben abgeben. Ja, das haben die auch gemacht. Aber jetzt, das ist jetzt eben sozusagen wirklich ein krasser Fall, weil es geht hier um das Eingemachte des Staates. Und das geht am Präsidenten vorbei. Ja. Die Israelis, übrigens auch das nochmal am Rande, das hatte ich in meinem Film, ist auch kritisiert worden, hat sich im letzten Jahr aber bestätigt. Es gilt, es ist keine Verschwörung mehr. Die Israelis haben 1967 im Sechstagekrieg, der ein Angriff der Israelis war. Ich kriege immer wieder erzählt, dass die Israelis angegriffen wurden. Nein, nein, die haben angegriffen. Ja? Und sie haben angegriffen einen Tag, nachdem sie die ersten zwei Atombomben hatten. Und das wird nie dazu erzählt. Sie können aber doch nicht sinnvoll über diesen Krieg reden, wenn sie das weglassen. Wenn sie so tun, als wenn... Also das war, damit waren sie strategisch in der Lage, sie hätten Kairo und sie hätten Damaskus dem Erdboden gleich machen können. Und dann haben sie natürlich angefangen, weiter zu produzieren. Lässt man die Tatsache der Atomwaffen weg, kommt man zu keinen vernünftigen Analysen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen mit Israel, das hat ja diese Ami-Mut-Strategie. Das heißt, sie möchten, dass sie, die ganze Welt weiß, dass sie Atomwaffen haben, aber sie werden es offiziell nicht zugeben, womit sie keinerlei Kontrollen oder Abkommen unterliegen. Sie haben nicht den Proliferationsvertrag unterschrieben. Sie haben tatsächlich dann den Südafrikanern geholfen, Wasserstoffbomben zu bauen, also in diese Entwicklung reinzugehen. Sie haben also Atomtechnik weitergegeben, aber das läuft ja alles unter dem Schutz der Amerikaner, nicht sozusagen, dass sie dafür zur Verantwortung gezogen werden, weil sie Massenvernichtungswaffen weitergegeben hätten. Also Südafrika hat sein Atomprogramm mit großer Hilfe der Israelis gemacht. Es gab sogar einen Vertrag, der dann rausgekommen ist, ich glaube 2005 war das, da sind die Archive geöffnet worden und da waren die Verhandlungen zwischen Peres, es war auch Peres, immer Peres, Atomwaffen in Israel, immer Peres, seit der frühesten Zeit, seit er in den 20ern war, bis zum Ende hat er das mitgemacht und er hat den Südafrikanern Wasserstoff-Sprengköpfe für sie ihre Raketen angeboten. Und das ist in diesen Unterlagen drin. Und da raten Sie mal, was passiert, das wird veröffentlicht und dann sagen die Israelis, ja, das kann sein, dass die Südafrikaner das so verstanden haben. Wir haben das aber nie gesagt. Das haben die falsch aufgeschrieben. Das ist das, was dazu geredet wird. Kommen wir jetzt dazu, Spiegel-Affäre. Ich habe Ihnen gesagt, Deutschland hängt mit drin. Sie haben es eben gesehen, dieses Dokument ist da. 200 Millionen Mark jährlich als Kredit. Das ist richtig viel Geld damals, ja, was da hingeht. Und Sie wissen jetzt, also das können Sie mir glauben, Sie können es auch gerne nachlesen, Adenauer hatte vor, die Deutschen mit einer Atombombe auszustatten und er hat sich dafür Strauß genommen. Strauß war Atomminister. Es gab damals den Titel des Atomministers in der Adenauer Regierung und er hat die Deals gemacht. Er ist auch nach Israel gefahren. Und jetzt kommt es, dass es ist, zu dem Zeitpunkt sind die Amerikaner, wir reden hier von 1960, 62 in diesem Zeitraum, bieten auch die Franzosen bieten auch vorher schon den Deutschen an, wenn ihr mit uns zusammen eine europäische Verteidigung aufmacht, also eine deutsch-französische kriegt hier von uns die Kontrolle über die französischen Atomwaffen mit. Wir entscheiden gemeinsam darüber. Das will Adenauer nicht. Adenauer und Frankreich wollen aber beide unbedingt Atomwaffen haben, weil sie glauben, dass die Amerikaner im Falle eines Konfliktes mit der Sowjetunion Europa als Schlachtfeld nutzen, als Verhandlungsmasse und den Krieg dort zu halten, bevor er zu ihnen kommt. Also der Ausdruck, der fällt, ist, man wird Washington nicht für Paris opfern. Ja, also das heißt, man wird aber Paris für Washington opfern. Also das ist der Grund, warum
beide Staaten unbedingt selber Atomwaffen haben wollen. Und jetzt kommt da rein die Spiegel-Affäre, die Sie kennen als glorreiche Verteidigung der Demokratie und Pressefreiheit in Deutschland. Was passiert ist in diesem Spiegel? Der hat nichts damit zu tun hier vorne drauf, oder? Ist das Heusinger? Nee, Förtsch, nein, hat nichts damit zu tun. Das Cover ist ein Artikel im Spiegel, der wird veröffentlicht, heißt bedingt abwehrbereit. Und der legt klar, dass Deutschland nicht in der Lage ist, konventionell seine Aufgaben in der NATO zu erfüllen. Der Deal war, die Amerikaner haben die Atomwaffen, Deutschland macht eine 500.000-Mann-Armee, Riesending, nimmt die Kosten und dafür dürfen sie wieder ein bisschen mitspielen am Tisch. Westbindung, ja? Also man geht an die Amerikaner ran, man ist bei den Amerikanern mit dabei und dafür sozusagen kommt man jetzt wieder diplomatisch klar. Und die Deutschen, ich sage, das ist meine Behauptung, das kann ich nicht beweisen, außer mit den Sachen, sozusagen hintenrum haben sie versucht mit den Israelis, das zu machen, sozusagen mehrere Fliegen mit einer Klappe, sich mit den Juden auszusöhnen. Adenauer hat immer gesagt, die Juden in den USA und Israel, das sind mächtige Leute, mit denen müssen wir uns gut stellen, dann können wir das beseitigen, also sozusagen diese Schande des Holocaust können wir zumindest abmildern. Wir haben den Juden zu dem, was für sie am wichtigsten ist, den Israelis geholfen, der Atombombe, und wir kriegen über Umwege auch eine. Und die Amerikaner können nicht viel machen, die trauen sich auch nicht an die Dinge ran. Das dürfte die Konstruktion gewesen sein. Und jetzt kommt die im Spiegel erscheinen diese Unterlagen, die sagen, die Deutschen halten irgendwie Geld zurück aus dem Militär, die geben das Geld nicht in die konventionelle Rüstung. Und dann gibt es, der Adenauer sagt, einen Abgrund von Landesverrat, die Spiegelredaktion wird verhaftet. Und dann ist es so, Sie kennen das heute eben als Heldengeschichte des Journalismus, verteidigt sich der demokratische Staat, die Bürger, die Zivilgesellschaft gegen den Staat. In Wirklichkeit ist es so, in den Unterlagen vom Spiegel im Tresor liegen die Akten von einem Oberst Martin. Und die sind tatsächlich, wären diese Akten gefunden worden, wäre es Landesverrat gewesen. Die sind wenige Minuten vorher auf eine Tipp hin rausgeräumt worden aus dem Tresor. Und als die Polizei kam und die Sachen beschlagnahmt hat, waren die nicht mehr da. Und der Zweck dürfte gewesen sein, jetzt kommt es, diese Sachen sind zur Verfügung gestellt worden, dem Spiegel, vom BND. Der BND gibt diese Akten raus. Was zum Teufel ist da los? Jetzt noch etwas. Dieser Mann hier unten leitet die Operation der Staatsanwaltschaft. Das ist Siegfried Buback. Das ist Buback. Buback kriegt mit. Er kriegt mit in dieser Situation, dass der deutsche Geheimdienst offenbar im Interesse der Amerikaner gegen seine eigene Regierung arbeitet. Die Amerikaner sind diejenigen, die nicht wollen, dass Deutschland eine Atombombe hat, vor allen Dingen. Also Buback kriegt das mit und Buback ist dann später unter Willy Brandt nochmal in der Lage, mit Guillaume, wo er wieder mitkriegt, dass der deutsche Geheimdienst die Tatsache, die wussten ein Jahr, dass Guillaume da ist, die haben das zurückgehalten. Warum? Ja, also Behauptung, weil man da jemand hat, da kann man einmal zudrücken, da kann man machen sozusagen, der ist in der Hand. Man hat etwas gegen ihn in der Hand, ist nicht mehr funktionsfähig, man kann ihn erpressen damit. Er kriegt das zweimal mit. Sein Sohn hat mir gesagt, das Hobby seines Vaters war Spionage. Er war Typ preußischer Offizier. Der war bestimmt kein Linker, aber das, so etwas hat er nicht mitgemacht. Und das ist also auch die Frage, wenn Sie denken, Aldo Moro, gucken Sie sich die Geschichte mit Buback und Verena Becker, die später Verfassungsschutzagentin war, gucken Sie sich das unter dem Gesichtspunkt auch nochmal an. Dann wird das interessanter. Wer ist da beseitigt worden, warum? Die Frage ist doch, warum bei der RAF... Das habe ich immer wieder gefragt. Wer hat denn festgelegt, wer ermordet wurde? Wer hat denn festgelegt, wer da abgeschossen wurde? Welcher Idiot hat gesagt, Herrhausen ermorden, den vernünftigsten Banker, den es in Deutschland jemals gegeben hat? Welcher Idiot hat gesagt, Rohwedder ermorden, der die Betriebe in der DDR erhalten wollte? Wer hat das denn bestimmt bei denen? Und wer hat Buback ermorden lassen? Also das wüsste ich gerne mal, das ist doch hochinteressant. Ja? Aldo Moro hat ausgepackt, als er entführt war. Als Schleyer entführt war. Schleyer war mit Heydrich in Prag bei der SS. Der hat bestimmt eine Menge zu erzählen gehabt. Was ist da? Der ist verhört worden, mehrere Tage. Was ist mit diesen Unterlagen? Was hat er erzählt? Was wissen wir denn darüber? Oder was ist davon da? Das ist alles, wann immer Sie was über die RAF hören, über diesen Hintergrund kriegen Sie nichts und niemand stellt die Fragen dazu. Wisniewski mit seinem Buch Das RAF-Phantom hat er sich auch sehr beliebt gemacht. Ja? Also nehmen Sie das dazu. So, und jetzt kommt es. Und jetzt kommen wir zu Reinhard Gehlen. Das ist der Mann, der den BND damals geleitet hat. Das ist 1962. 1956 wird der BND gegründet. Also in dem Moment, wo auch die Bundeswehr gegründet wird, wo Deutschland wieder militärisch aktiv wird. Gehlen war Wehrmachtsoffizier, Fremde Heere Ost, war also zuständig für die Aufklärung in der Sowjetunion, die Kräfteverhältnisse und wie kann man die Sowjets bekämpfen.
Es hat ja viele sowjetische Hilfstruppen gegeben, die auf Nazi-Seite mitgekämpft haben, eine ganze Armee. Das ist ein komplexes Thema, aber diese Sachen hat er gemacht. Vlasov-Armee, für die, die es kennen, auch andere. Er hat halt das ganze Wissen über die Sowjetunion gehabt. Nach dem Krieg ist er ein Kandidat für den Galgen in den ganzen Sachen, die er drin war. Geht zu den Amerikanern und sagt, ich sage jetzt mal in meinen Worten, ihr könnt mich aufhängen oder ihr könnt euch das anhören, was ich habe. Ich habe 20 Fässer vergraben mit den ganzen Luftbildaufnahmen und Unterlagen über die Sowjets. Das werden eure Feinde jetzt. Ihr habt keine Ahnung von denen. Ich weiß alles. Hängt mich auf und ihr habt nichts oder arbeitet mit mir zusammen und ihr habt das gesamte Wissen von uns. Und die Amerikaner arbeiten mit ihm zusammen. Er wird ein Angestellter der CIA. Und in der CIA gibt es dann die Organisation Gehlen-Org. Ja, die A ist eine Untergruppe der CIA, die aufklären soll Richtung Osten. Gehlen gilt heute als einer der schlechtesten Spionagechefs. Er hat übertrieben, er hat in Wirklichkeit, weil sein Laden durchseucht, weil er lauter ehemalige Nazis hatten. Es waren viele drin, die für den Osten gearbeitet haben. Später war es so, wenn man wollte, dass was an den Osten durchsickert, hat man es dem BND erzählt, weil man sicher sein konnte, das geht durch. Ja. Er hat immer die Gefährdungslage wild übertrieben, aber am Anfang haben sie gedacht, guter Nazi, guter Kommunistenfresser, den können wir gut gebrauchen für uns. Und jetzt kommt es hier, das ist sein Vertrauens, also sein Critchfield, das ist der Chef von CIA München. Ja, sie werden in München in Pullach, in der ehemaligen Rudolf-Hess-Siedlung, wird der Pullach angesiedelt, wird der BND angesiedelt. Critchfield ist der Kontaktmann, das ist Gehlen als Wehrmachtsoffizier, das ist er hier als Hans Holbein dann in den USA. Also er ist gleich mit rübergekommen, man weiß über dieses Dreivierteljahr, wo er in den USA war und was da gelaufen ist, immer noch so gut wie nichts. Aber jetzt, Critchfield, 56, sagt Gehlen, es gibt neutralistische Kräfte in der Bundesrepublik bei einem Treffen mit Critchfield. Es gibt da Leute, zum Beispiel Willy Brandt hat gesagt, wenn die Wahl ist zwischen Wiedervereinigung und Eintritt in die Westbindung, bin ich für Wiedervereinigung. Das galt als neutralistisch. Ja? Also das heißt, es gab Leute, die, insbesondere war die Wiedervereinigung damals ein eher linkes Thema. Die Rechten wollten ja an die Amerikaner ran, die Linken waren eher für Richtung Wiedervereinigung, das offen zu halten. Und jetzt sagt Gehlen, es gibt für den Fall, dass diese neutralistischen Kräfte, SPD, FDP damals, FDP ganz anders als heute, ja, also ganz nah an den Nazis noch dran in der Personalien, sind aber sozusagen nationalistisch liberal. Ja? Also das heißt, das sind Kräfte, die sich überlegen, das Angebot, was Österreich angenommen hat von Stalin, neutral und sozusagen Pufferzone auch anzunehmen, das wollen die Amerikaner auf keinen Fall. Und Gehlen bietet an, für den Fall, dass diese Leute in die Regierung kommen, einen Putsch in Deutschland mit seinem, wo er dann seine Gladio-Armee, die aufgebaut wurde, sein Bund Deutscher Jugend einsetzen kann. Aber er bietet in dem Dokument, sagt er, wenn die Bevölkerung falsch wählt, das sagt er nicht, er sagt, falls die neutralistischen Kräfte kommen, bin ich in der Lage, einen Regierungswechsel durch einen Putsch herbeizuführen. Er bietet den Amerikanern einen Putsch an. Das ist ein klassisch Dual State. Und wenn Sie das da vornehmen und Adenauer geht dann hin, macht ein fast Verhör mit Gehlen 1962 und fragt ihn wegen der Spiegel-Affäre. Hast du oder haben Sie, ja, haben Sie die Sachen durchgestochen an den Spiegel? Und sozusagen, das ist ein er kriegt also, wie man im Militär sagt, eine riesen Zigarre verpasst. Ja? Aber das ist alles aktenkundig mittlerweile. Das heißt, der Chef des deutschen Geheimdienstes, ein Nazi, ja, der eigentlich komplett für Adenauer gearbeitet hat, in dieser Geschichte arbeitet er gegen die deutsche Regierung für seinen wahren Auftraggeber, der ihm sein Hintern gerettet hat, die Amerikaner. Das ist auch so, das können Sie, Sie können es heute, es war ja die Historikerkommission, mittlerweile wissen wir diese Sachen, ja, aber Sie kriegen es nicht erzählt. Sie können das in 5 Minuten so klar machen, können sagen, das ist jemand, der hat für die Amis gearbeitet. Aber wer von Ihnen weiß das? Ja? Deep State, das ist auch klassischer Deep State. Ich mache es ein bisschen schneller, sonst sitzen wir hier noch länger. Das ist nur ein Beispiel. Stuart Menzies ist gerade frisch rausgekommen, vor 3 oder 4 Monaten. Der Chef, also C, das gibt es dann wirklich, M, wenn Sie an James Bond denken, die Sachen gibt es wirklich. C ist der Chef des MI6 und der hat sich eine eigene Kasse bereitgestellt. Die war damals ungefähr heute 40 Millionen wert für Operationen, damit er eine eigene Außenpolitik machen konnte. Morde, Anschläge. Das war am Finanzministerium vorbei, das wusste nicht mal der Premierminister, das wusste nicht mal der Kämmerer vom MI6. Das war sozusagen seine private Kasse, er wollte Außenpolitik machen, dafür hat er sich Geld besorgt. Klassisch Deep State. Ja? Otto Skorzeny, den hatte ich vorhin schon mal erwähnt, dieser Mensch hat
das Netzwerk quasi für den Aufbau des Vierten Reichs nach dem Zweiten Weltkrieg angeführt, weltweit. Südamerika war der große Mann der Nazis, also der Supersoldat Hitlers, hat in Amerika einen Riesenruf, Special Operations, ja, also Scorzini hat eine ganze Reihe solcher Kommandounternehmen angeführt, Mordsoldat, ja, und war sozusagen so der Hyper-Fighter-Nazi und hatte entsprechend Ruf. Der nette Mann hat aber für den Mossad gearbeitet auch. Das heißt, er hatte, nachdem Eichmann entführt worden war, hatte er, das ist auch noch nicht lange raus, hatte er Angst, dass es ihm auch an den Kragen geht. Und dann hat er zum Beispiel die Spezialtruppen in Ägypten ausgebildet. Also hat für die Araber gearbeitet. Und die Araber, also das heißt, die Ägypter hatten ein Raketenprogramm, in dem deutsche Wissenschaftler gearbeitet haben, die im Zweiten Weltkrieg schon aktiv waren. Und das war eine große Besorgnis auf der israelischen Seite. Und dann hatten die angefangen, Scorzini hat mitgeholfen, diese Leute mit Briefbomben in die Luft zu sprengen. Und dann hat er einen der Chefs, der ihm vertraut hat, hat er selber erschossen, direkt, und hat die Leiche in Säure aufgelöst und beseitigt. Und der Deal war für den Mossad, dass er das für den Mossad macht und dafür kommt er von der Todesliste vom Mossad runter, die sozusagen der Nazis, die beseitigt werden sollen. Das hatten sie ihm zugesagt, sie konnten es aber nicht, weil sie keinen Einfluss hatten auf die Todesliste, haben ihm gesagt, du bist runter, er war es aber gar nicht. Aber es war auch gar nicht mehr so wichtig, weil wichtig war für die Israelis zu diesem Zeitpunkt nicht mehr Kriegsverbrecher zu finden, sondern eher mit ihnen zusammenzuarbeiten, wenn man damit gegen die Araber vorgehen konnte. Also das ist auch etwas Scorzini, aber warum ich Ihnen das eigentlich zeige, ist, Scorzini, das ist aus den BND-Akten. Ich war im BND-Archiv und man kann die Sachen teilweise angucken. Das habe ich mir angeguckt. Und dann finden Sie hier das ist September 62, ja, da steht, das hier ist interessant, nach Ansicht der Quelle, er unterhält sich in den USA mit hohen Vertretern der amerikanischen Luftwaffe. Ja, gehen wir mal davon aus, dass es richtig hohe Vertreter waren. Er unterhält sich mit ihnen und sagt, nach Ansicht der Quelle hat Scorzini laufend Kontakt mit dem amerikanischen Nachrichtendienst, insbesondere mit hohen Fliegeroffizieren der US-Armee. In diesen Kreisen ist man bestürzt über die Politik des derzeitigen Präsidenten und seines engeren Beraterkreises. Im Letzterem offensichtlich Weichlinge, ich habe es Ihnen erzählt, ja, denen an einer Überlegenheit des Westens gegenüber dem Osten nicht gelegen sei. Die Wahl Kennedys sei eine Katastrophe, ja, die mittels ungeheurer Bestechungsgelder zustande kam und deren Betrag nicht in einer Wahlperiode amortisiert sein könnte und so weiter. Ebenso kritisieren die Offiziere die nur für ihre Wahlzwecke herausgeschleuderten Millionenbeträge an Polen oder an solche Negerstaaten, denen in den USA lebende Volksangehörige für die Präsidentenwahl interessant sein könnten. Das bringt mich drauf. Ich meine, Rassisten gibt es viele im amerikanischen Militär, aber ich tippe mal auf LeMay, aber lassen wir es mal dabei, dass ich nur tippe. Auf jeden Fall, Sie hören hier das, was ich Ihnen sagte. Kennedy ist ein Weichei, er ist eine Katastrophe. Und jetzt unterhalten die sich mit Scorzini darüber. Wissen Sie, was Scorzini macht? Scorzini besorgt überall Killer. Das ist jemand, mit dem er, das ist auch beschrieben in dem Buch von Peter Weir, Spycatcher, wie zu dem Zeitpunkt Leute unterwegs sind und die Amerikaner suchen Killer. Die suchen Leute und zwar eben, sie haben natürlich Killer, aber sie suchen Leute, mit denen noch keine Verbindung da war. Damit man sagen kann, die haben mit uns nichts zu tun. Plausible Deniability heißt das. Und da ist Scorzini tatsächlich jemand, der überall auf der Welt Leute besorgen kann, die gegen Geld andere Leute auspusten. Es wird rauskommen im Sommer ein Buch, das behauptet, dass Scorzini tatsächlich den Killer für Kennedy besorgt hat. Seien wir mal vorsichtig, gucken wir uns das an. Aber Sie sehen anhand dieser Sache, das heißt, der berichtet an den BND zurück, Kennedy ist in Ungarn gefallen und die reden mit mir. Ja, also das ist ja nur das, was jetzt quasi, wie gesagt, in dem Gespräch, was als Protokoll geliefert wird an den BND. Ja, das heißt, was Sie haben ist, Sie wissen, Kennedy-Mord 63, das ist dann ein Jahr später, findet er statt. De Gaulle hat gesagt, die Leute, die Kennedy erschossen haben, sind die gleichen, die versucht haben, mich zu erschießen. Das ist die korsische Mafia in Frankreich. Die French Connection, wenn Sie den Film kennen, die damit drin hängen, im Drogenhandel. Das sind die Leute, es hat ja mehrere Anschläge auf De Gaulle gegeben. Das ist wieder etwas. Es gibt Mordanschläge aus dem französischen Militär auf De Gaulle, weil De Gaulle Algerien zurückgegeben hat. Das war französisches Staatsgebiet, er hat es in die Unabhängigkeit entlassen, das nehmen die ihm furchtbar übel. Dann gibt es die Organisation Armée Secrète, die macht diese Mordaufschläge auf De Gaulle. Und die versuchen, ihn zu beseitigen. Und da sagt De Gaulle, die Leute, die Kennedy erschossen haben, waren die, die versucht haben. Das hat er selber, das ist in der Biografie jetzt vor kurzem gekommen. Bitte? Wollte er nicht aus der NATO raus? Er ist aus der NATO raus.
De Gaulle ist aus der NATO raus. Das ist dann, genau, das ist natürlich auch keine Sache, die für Pluspunkte gesorgt hat. Aber das, nehmen Sie sozusagen diese Sachen, wenn Sie es von der Seite jetzt angucken, haben Sie wieder. Und jetzt ist es so, während De Gaulle mit Adenauer verhandelt, wie ich Ihnen sagte, über die Nutzung der Atomwaffen, versteckt Gehlen zwei von den Attentätern, die De Gaulle umbringen wollten, in einer Fallschirmjägerkaserne in Nagold. In Nagold, im Schwaben. Das heißt, das wird wahrscheinlich De Gaulle gesteckt bekommen. Das heißt, du redest hier mit Adenauer und der versteckt die Leute, die dich umbringen wollten bei sich. Das sind solche Torpedomaßnahmen wie die Spiegel-Affäre, wie der Spiegelartikel. Das ist immer gegen diese deutsch-französische Zusammenarbeit gerichtet. Der BND hat eine ganz komische Rolle. Und wir sollten uns dafür eigentlich sehr interessieren, für die Leute, die historisch interessiert sind. Das ist wieder ein Filmausschnitt. Das ist etwas, um zu zeigen, ich habe Ihnen gesagt, Ausnahmezustand. Wer bestimmt über den Ausnahmezustand? Oder halten Sie es noch aus? Dann, das sind 5 Minuten. Okay. Also, es gab 1970 einen Putsch. Das war soweit, dass diese De La Chiaia, der ungefähr 300 Leute persönlich ermordet hat. Es war so eine Sache, sich mit dem zu unterhalten. Es war aber kein Problem, den zu treffen. Ja, angeblich meist gesucht. Ja. Der hat dann in Chile und hat zusammengearbeitet, also mit der Kokainmafia, Kokainproduktion mit den Todesschwadronen in Bolivien, war in Chile mit Pinochet direkt mit ihm getroffen. Also das ist eine Figur, die immer wieder auftaucht im Zusammenhang mit diesen politischen Geheimdienstaktivitäten. Der hat 1970 bereits das Innenministerium besetzt. Die haben die Waffenkammer des Innenministeriums ausgeräumt, hatten sich die ganzen Maschinenpistolen, das Innenministerium, also in diesem Putsch, der von dem Chef dieses Kampfschmerverbandes, der auch Chef der italienischen Neofaschisten dann war, angeführt wurde, Borghese, der auch nach Chile zu Pinochet ging dann, in den 70er Jahren, nachdem viele von den Sachen aufgeflogen sind, hat diesen Putsch gemacht. Also das heißt, die sind angezettelt worden, diesen Putsch durchzuführen. Die haben die militärische Planung gemacht. Und Andreotti steht dahinter. Andreotti lässt das Ganze laufen und dann pfeift er die zurück. Und das ist, wenn Sie jetzt dran denken, deswegen gesagt, denken Sie an Carl Schmitt, Ausnahmezustand. Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand bestimmt. Souverän ist auch, wer den Ausnahmezustand einleiten kann und ausleiten kann. Das ist die ultimative Machtdemonstration, zu zeigen, wir können einen Putsch lostreten in Italien und wir können ihn stoppen. Wir sind diejenigen, die hier die Sache in der Hand haben. Also das ist, die Leute, das ist, ohne das ist es schwierig zu verstehen, warum man so etwas tut. Ein Putsch anfangen und wieder aufhören, was soll das? Ist da irgendwas passiert? Das ist, der Zweck ist zu zeigen, wir sind der Souverän in Italien. Ja? Deswegen sind diese Sachen von Carl Schmitt, also wenn ich sagte, nehmen Sie es mit als Folie, die Sie drauflegen und Sie kommen dann zu sinnvollen Ergebnissen bei der Analyse von diesen Sachen. Ja? Olof Palme, ich mache das jetzt im Schnelldurchlauf. Sie können sich, also der Film von mir ist ja Täuschung und die Methode Reagan. Palme, wie gesagt, ist einer von diesen Figuren, auch Dritter Weg, also der Schweden zur moralischen Supermacht gemacht hat in den 70ern und 80ern. Das hier ist bei der Demonstration gegen den Vietnamkrieg. Während in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich war, wahrscheinlich auch, 68 die Studenten auf die Straße gingen gegen den Vietnamkrieg, ging in Schweden Olof Palme im Auftrag des schwedischen Ministerpräsidenten, das hier ist der nordvietnamesische Botschafter, die demonstrieren gemeinsam gegen den Vietnamkrieg. Sie können sich vorstellen, dass die Amerikaner applaudiert haben bis zum Anschlag dazu. Ja? Dann, das ist hier Nelson Mandela vor einer Statue von Olof Palme. Olof Palme hat fast im Alleingang mit Unterstützung der Sowjetunion den ANC finanziert. Der ANC war eine kommunistische Terrororganisation. Nelson Mandela war noch 2006 auf der Fahndungsliste vom FBI und durfte gar nicht in die USA einreisen, weil er ein kommunistischer Terrorist war. Der ist natürlich fast heilig gewesen zu dem Zeitpunkt schon. Aber das war die Ausgangslage war Kalter Krieg. Das sind Leute, die gegen Südafrika ist Verbündeter und Palme macht jetzt mit ihnen zusammen, der finanziert die. Das ist ein, sozusagen Palme ist ein Verräter. Hier ist er zu Besuch, das ist Nicaragua. In Nicaragua, als er in Nicaragua ankam, war die gesamte Regierung angetreten am Flugfeld und die haben Palme, jeder einzelne Minister hat ihm die Hand geschüttelt.
Das war sozusagen, das war die Vorstellung von, so könnte man das in der Welt machen. Wenn Schweden was zu sagen hätte, denken Sie an Dag Hammarskjöld und so weiter, das wäre vernünftig. Als er den Besuch in Kuba, waren riesige Plakate, willkommen. Die haben finanziert, sowohl in Nicaragua als auch in Kuba, als auch in Nordvietnam, lauter so Krankenhäuser, Erziehungssachen, also nie militärische Sachen, aber Schweden ist da direkt eingegriffen. Ich hatte in meinem Interview, das sehen Sie, mit dem Außenminister, dem stellvertretenden Außenminister der USA, auf die Frage, ob Palme ein Problem war, sagt er, oh ja. Ja, das war jemand, der, auch wenn er nicht direkt ein Kommunist war, das war er nun wirklich nicht, hat er Positionen unterstützt, die Sie als kommunistische Position wahrgenommen haben. Nämlich zum Beispiel die Unabhängigkeit von Mosambik und Angola. Da war er auch drin verwickelt. Der wollte Unabhängigkeit für afrikanische Staaten. Das passte aber nicht in die Welt rein. Ja? Die sollten ja sozusagen sich entscheiden für den Westen. Ja? Sie sollen nicht unabhängig werden. Sie sollen entweder da drüben, das ist schlecht, noch besser bei uns, aber Unabhängigkeit war nicht vorgesehen. Palme ist also jemand, der, es gab viele, viele Gründe, Palme zu ermorden. Intern in Schweden, extern in der Außenpolitik. Das ist, in meinem Film ist ja das letzte Interview mit Gorbatschow, wo Gorbatschow sagt, Palme war mit Sicherheit ein politischer Mord. Weil es gab Leute, die nicht wollten, dass es eine bessere Welt gibt. Also das sagt Gorbatschow. Das sollte übrigens aus dem Film raus, dann hatte die Redakteurin, war der Meinung, das müsste man entweder einordnen oder man müsste das rausnehmen. Ich sagte, wollen Sie jetzt einordnen, was der sowjetische Präsident sagt? Ja? Das ist doch nur aus dem Grund, weil Sie Angst haben vor dieser Aussage. Ja? Aber da sehen Sie, das war sozusagen, da läuft dann intern. Das ist der vorauseilende Gehorsam gegenüber dem Großraum im Sender. Ja? Da sagt der Präsident von der Sowjetunion, sagt, Palme, das war ein politischer Mord, ich bin davon überzeugt, das war kein Einzeltäter und den wollen die das weghaben, weil ja, das ist nicht, oh toll, Mann, super, ja, sondern furchtbar, furchtbar, dass sowas da drin ist. Dementsprechend, das sagte ich mit den U-Booten, gucken Sie sich den Film an, es ist alles haarklein aufgedröselt. Palme macht diese Verhandlungen, die Sowjets sind am Arsch, die wissen das, wirklich mit dem Arsch auf dem Grund, so heißt das dann, ja. Also das heißt, die Wirtschaft ist total marode. Sie wissen das, dass der ehemalige KGB-Chef Andropow, der dann kurzzeitig Generalsekretär war, hat zum Beispiel Gorbatschow und Jelzin in diese Posten gebracht, also weil er auf Reformen hoffte. Gorbatschow war übrigens jemand, der den Kommunismus retten wollte. Das hat mir Egon Bahn im Interview gesagt. Der war der Meinung, wir müssen den Kommunismus, das größte Nachteil für die Sowjetunion war, dass sie den Ruf eines totalitären Regimes mit Gulags und einer unfreien Gesellschaft hat. Wenn wir es schaffen, das war sein Kalkül, dass wir wahrheitsgemäß so sagen können, bei uns herrscht Freiheit auf geistigem Gebiet, wir wollen eine andere Wirtschaftsordnung, dass wir es wieder schaffen, für die Jugend der Welt ein Ort zu werden, an dem man geht, um eine andere Gesellschaft zu bauen, dann können wir den Kommunismus wiederbeleben. Das war seine Idee übrigens von seiner Frau hauptsächlich, die war ja Philosophieprofessorin. Das war sozusagen, da hat sich Bahr also in dem Gespräch so halb drüber lustig gemacht. Dann habe ich gedacht, naja, ich hätte es gut gefunden, wenn ich sowas gehört hätte. Wenn das so, also sozusagen, also deswegen keine Meinungsfreiheit komplett, Kunstfreiheit komplett, Wirtschaftsordnung halt eine andere. Ja? Das wollen wir anders. Aber wir wollen, dass die Leute sehen, dass wir es ernst meinen, dass es was Besseres, eine bessere Welt gibt, dass das möglich ist. Nicht die von den Amerikanern, eine andere. Er schafft es, sich mit den Sowjets zu verständigen. Er sozusagen versucht, einen Übergang, also sozusagen, es geht darum, einen Übergang aus dem Kalten Krieg in eine andere, also eine sozusagen sozialdemokratische Wirtschaftsordnung herzustellen. Das ist der Plan. Das kollidiert mit den Plänen der Amerikaner, die auf Konfrontation setzen. Und er macht den Vorschlag für eine nuklearwaffenfreie Zone in Nordeuropa. Und die Sowjets stimmen zu. Und dann so gibt es ein Treffen. Das ist ein paar Wochen nach seinem Tod, also seinem Mord, hätte es ein Treffen mit Gorbatschow gegeben zu diesem Thema, zu all diesen Themen. Das wäre eine Katastrophe gewesen, wenn diese Leute, stellen Sie sich vor, mit Gorbatschow was möglich gewesen wäre. Gorbatschow und Palme an einem Tisch, da ist dann noch Jugoslawien mit drin, als blockfreier Staat. Ja. Das heißt, das stand kurz bevor kommt rechtzeitig der Mord. Und das auf dem Weg dahin sind diese U-Boote, die über Jahre dafür sorgen, dass Palmes Politik diskreditiert wird. Es sieht so aus, als wenn ständig U-Boote in seinen Bereich reinfahren. Das schwedische Militär sagt, das sind sowjetische U-Boote oder sie sagen, das sind fremde U-Boote. Die Medien sagen, sowjetische U-Boote. Und was soll Palme machen? Er muss sich wehren gegen die Sowjets. Er muss immer sagen, nein. Dann sagt der Außenminister, aber wir wissen doch gar nicht, von wem die U-Boote sind. Der muss zurücktreten, weil er das gesagt hat. Ja? Der schwedische Außenminister. Also diese U-Boote sind eine psychologische Kriegführung, um die Regierung daran zu hindern, ihre Entspannungspolitik weiterzuführen. Und dort arbeitet der schwedische Staat, die Regierung,
an der Entspannungspolitik und das Militär arbeitet mit den Amerikanern, also die Führung des Militärs, Vorsicht, einige Leute, das sind wenige Leute, aber ganz oben mit den Amerikanern gegen ihre eigene Regierung. Auch das wieder Deep State, der Zugriff. Und das sind diese Verbindungen von dem Militär in das schwedische Militär. Da geht es in die NATO rein, da geht es zu den Amerikanern und zu den Briten. NATO heißt ja nicht Holland, ja? NATO heißt USA, Großbritannien. Also eine klassische Sache, wo der Deep State sich wendet gegen seine gewählte Regierung, weil die Politik der Regierung nicht so ist, wie, also die sagen, die handeln falsch. Es war ja sogar so, dass der Eindruck erweckt wurde, dass Palme für die Sowjets arbeitet. Das haben die Amerikaner kräftig daran mitgearbeitet. Engelton hat dem Vizechef des schwedischen Inlandsgeheimdienstes, ist in meinem Film das Interview, hat Engelton gesagt, Palme ist KGB-Agent. Das haben die erzählt. Und dann haben Leute, die Offiziere, die noch mit Palme, für Palme gearbeitet haben, Michael Bendler war einer, wurden im schwedischen Geheimdienst aussortiert als Verräter, weil sie an ihre Regierung berichtet haben. Also so weit war das gekommen. Das heißt ja auch wieder, denken Sie dran, sozusagen diese Struktur im Hintergrund, wer arbeitet in wessen Interesse. Das ist nicht so, dass unbedingt der Sicherheitsapparat, wenn eine Regierung gewählt wird, für die Regierung arbeitet. Wenn die Bevölkerung falsch wählt, dann ist dieser Sicherheitsapparat in der Lage, diese Falschwahl zu korrigieren. Glauben Sie nicht, wenn Sie jetzt politisch aktiv sind und wenn Sie bei der Wahl gewonnen haben, dass Sie dann gewonnen haben, dann müssen Sie nur, wen Sie als Feind vor sich haben. Erfolgreichste psychologische Kriegsführungsoperation aller Zeiten, das gilt diese schwedische Sache, weil das die Außenpolitik eines Landes komplett umgearbeitet hat. Nach dem Mord an Palme hat Schweden seine außenpolitische Bedeutung vollkommen verloren. Also die Sozialdemokratie als internationale Führungsmacht auf politischem Sektor, die, wenn Sie sich erinnern, für die Leute, die alt genug sind, ein paar von Ihnen sind das, in den 70er Jahren waren die Linken, haben die Themen gesetzt und die Rechten mussten sich verteidigen, heute ist es andersrum. Von Schweden ist nichts mehr übrig. Es hat sogar damals der Botschafter gesagt, Schweden ist nach dem Tod von Palme wieder ein normales Land geworden, was sich um die Dinge kümmert, die für ein Land seiner Größe wichtig sind. Ja? Nicht mehr Angola, nicht mehr Mosambik, nicht mehr Nicaragua, nicht mehr und so weiter. So, 9-11, ich will kurz noch mal darauf eingehen. 9-11, betrachten Sie das mal unter diesem Gesichtspunkt. Patriot Act, das wissen Sie, also sagen wir Ermächtigungsgesetz, was hinterher möglich ist. Also der ganze es ist ja ausgerufen der NATO-Verteidigungsfall mit 9-11. Für die Leute machen sich das nochmal klar. Der NATO-Verteidigungsfall ist mit 9-11 ausgerufen worden. Das hat juristische Konsequenzen, was man im Inland machen kann. Das ist das erste Mal in der NATO-Geschichte. Erstmal in der NATO-Geschichte, das heißt, der Ausnahmezustand souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Hier ist der Ausnahmezustand ausgerufen. Jetzt gelten juristische Sachen, Sie können spionieren, Sie können sogar Leute umbringen. Ja, es ist alles offen, die ganzen Möglichkeiten sind da draufgelegt. Und das ist zum Beispiel auch Müller, den kennen Sie jetzt gerade, das ist der, der diese Sache hier anführt. Das ist ein Satz von ihm, wo ich gedacht habe, Meinungsfreiheit, ja? Es gibt ein Kontinuum zwischen denen, die abweichende Meinung kundtun und denen, die terroristische Akte begehen. Eine Suppe, das ist eine Suppe, die Leute, die gegen die Regierung sind und die Leute, die Terrorakte begehen, das ist nur eine Bandbreite. Ja, das ist nur eine Bandbreite. Das ist die Definition. Das ist in diesem Kopf. Das ist unter Demokratiegesichtspunkten herzlichen Glückwunsch. Da sind Sie voll im Dritten Reich drin in der Ideologie. Ja. Und hier, die CIA erhielt die rechtmäßige Autorität für Morde. Das sind die Drohnenmorde, von denen wir reden, auf der ganzen Welt. Sogar Amerikaner, es sind ja zwei Amerikaner, soweit ein oder zwei, ich weiß nicht, Staatsbürger umgebracht worden. No constitutional question, keine verfassungsmäßige Frage wirft das hier auf, sagte Condoleezza Rice, übrigens eine Verfassungsjuristin. Das ist die Denkweise, die mit 9-11 eingezogen ist. Das heißt hier, wer bestimmt über den Ausnahmezustand, die sind jetzt am Ruder. Jetzt gucken Sie sich diese zwei Sachen an, das ist Continuity of Government, das sollten Sie sich auch merken. Und das ist sozusagen COP, ist Continuity of Operational Process, also sozusagen das ist derselbe Begriff. Das heißt, die Regierung, Planung dafür, die Regierung muss weitergeführt werden können im Falle eines Krieges. Wenn es einen Krieg gibt, der Präsident ist getötet, der Außenminister ist getötet, der Vizepräsident ist getötet, wer regiert jetzt? Das heißt, das ist alles vorgeplant. Also das hat seine Realität. Das heißt, es gibt Leute, die gehen dann tatsächlich
für eine Woche, für einen Tag oder für einen Zeitraum sind die im Bunker. Also gehen weg, gehen in ihr Büro, kommen nicht nach Hause, sagen, rufen zu Hause an, geht jetzt leider nicht, kommen nicht nach Hause, sind im Bunker und sind dann sozusagen geschützt. Dafür gibt es mehrere Standorte in den USA. Und diese Struktur, die die Regierung aufrechterhalten soll, was ähnlich wie die Überrollarmee erstmal interessant klingt, militärisch sinnvoll, hat eine eigene Kommunikationsstrategie, ein eigenes Kommunikationsnetzwerk. Das ist ihr National Communication Support System. Das ist genutzt worden von Oliver North für Iran-Contra. Kennt ihr Iran-Contra, ist das bekannt? Wer kennt es? Wer kennt es nicht? Machen wir es so. Iran-Contra war der Verkauf von, also andersrum. 78 kommen die Mullahs im Iran an die Regierung. Vorher war der Schah, der Alliierter war von den USA. Jetzt sind die Feinde der USA in eine Regierung, und es werden alle Lieferungen an Iran gestoppt. Der Iran ist voll mit den modernsten Waffen der Amerikaner. F-14 haben die gekriegt. Also alles, was gut und teuer war, war im Iran und kriegen jetzt nichts mehr. Und die haben einen Krieg laufen gegen den Irak, gegen Saddam Hussein. Und jetzt unterstützen die Amerikaner und die Israelis beide Seiten, je nachdem, wer stärker ist. Das Ziel ist, möglichst viel Tote zu produzieren. Ist die eine Seite schwächer, wird sie unterstützt, damit sie wieder stärker wird, damit es wieder mehr Tote gibt. Der Krieg soll nicht zu Ende kommen, sondern die sollen ausbluten. Ja? Und das macht man, indem man den Iranern, es gibt auch unterschiedliche Fraktionen innerhalb der amerikanischen Regierung, einige möchten lieber mit dem Iran wieder zusammenarbeiten, man hat lange mit denen zusammengearbeitet, auch die Israelis haben lange mit dem Iran zusammengearbeitet, vorher, mit dem Schah, gemeinsames Raketenprogramm zum Beispiel. Die wollen wieder zusammen, und jetzt werden Waffen verkauft. Die Israelis liefern Waffen aus den Kriegen, Yom Kippur-Krieg und was sie alles so eingesammelt haben an sowjetischen Waffen. Das wird verkauft, unter anderem über die DDR, über DDR-Häfen. Die hängen auch mit drin, die machen Geld durch diesen Verkauf. Uwe Barschel hängt mit drin in diesem Iran-Contra-Deal. Ja? Das läuft auch über norddeutsche Häfen. Werden verkauft, und mit dem Geld werden die Contras finanziert, die gegen die nicaraguanische Regierung gehen. Und in Honduras, wo die Contras sitzen, wird Kokain hergestellt, was wiederum in den USA verkauft wird. Das ist vor Gericht gewesen in den USA. Die Leute sind verurteilt worden und wurden von Bush Junior in der ersten Amtszeit begnadigt. Der darf also am Ende seiner Amtszeit macht er Begnadigung. Das heißt, das war in den USA vor Gericht. Wenn Ihnen jetzt jemand von Verschwörungstheorien, sagen Sie mal Iran-Contra, was war denn das bitte? Wenn das keine klassische Verschwörung war, bitte, und wie haben wir davon erfahren? Ja, wegen Leuten, die immer schreien Verschwörungstheorie, sind das die Leute, die aufklären solche Geschichten? Die den Drang haben, sowas rauszukriegen. So, und jetzt haben wir dieses Netzwerk, dieses Kommunikationsnetzwerk, was abseits läuft von den normalen Netzwerken, wird genutzt bei Iran-Contra für diese kriminellen Aktivitäten. Bei Watergate wird es genutzt. Es ist genutzt worden im Zusammenhang mit dem Kennedy-Mord und bei 9/11. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Das heißt, man hat ein Kommunikationsnetzwerk des tiefen Staates, was nicht über die normalen Kanäle geht, wo man Leute ausschalten kann, wo nicht alle alles wissen, sondern man arbeitet mit einem clandestinen Netzwerk. Und das ist so, dass hier steht, for two decades before 9/11, Rumsfeld, also zwei Jahrzehnte vor 9/11, Rumsfeld und Cheney war ja Vizepräsident damals und Rumsfeld Verteidigungsminister, waren beide Teil eines geheimen Planungskomitees unter der Assistenz von Oliver North, das ist der Iran-Contra organisiert hat, Oberst, ja, jetzt Fox-Kommentator bei Fox News. Und sogar in den 90ern, wenn keiner von ihnen in der Regierung war, übrigens Rumsfeld hat das Giftgas geliefert an den Irak, die Amerikaner haben Giftgas in den Irak geliefert damals, das war unter Rumsfeld, der war derjenige, der Saddam Hussein in die Hand geschüttelt hat. Ja. For Extreme, sogar in den 90ern, als sie nicht in der Regierung waren, waren sie für besondere von diesen Continuity of Gun, also Weitführung der Regierung, Maßnahmen da, in der zu denen angeblich auch die Aussetzung der Verfassung gehörte. Das ist jetzt auch wieder interessant. Ja? Also offenbar gehört zu diesen Planungen für den Konfliktfall, dass die Verfassung außer Kraft gesetzt wird. Ausnahmezustand. Wer bestimmt über den Ausnahmezustand? Denken Sie immer dran. Der böse Karl Schmidt. Ja, in den Iran-Contra-Hearings wurde North gefragt, ob es so etwas gäbe wie das Aussetzen der Verfassung. Und dann hat der Vorsitzende des Ausschusses wollte das nicht in der Öffentlichkeit diskutieren, dieses Thema. Das ist dann unter... Wir wissen es aber bis heute nicht. Ja?
Und COG, also Continuity of Government, wird nach 9/11 erstmals in Kraft gesetzt. Wir wissen auch nicht, ob es bis heute noch in Kraft ist. Das ist alles geheim. Das sind keine Sachen. Und jetzt kommt hier, dann kommt der Representative, also Abgeordnete, Peter DeFazio, Demokrat aus Oregon, der als Member, also als Mitglied des Komitees für die Homeland Security, also ein Parlamentarier im amerikanischen Parlament, will jetzt wissen, was steht denn in diesem COG, Continuity of Government, Sachen drin. Er will das einsehen. Und er darf es nicht. Es wird ihm verweigert. Das Parlament darf nicht sehen, was in diesen Planungen für Continuity of Government drin ist. Das ist nun klassisch. Also sozusagen, Sie würden denken, das Parlament kontrolliert doch diese Leute. Aber die können sagen, nein, wir zeigen euch nicht, was wir planen für den Fall. Also das ist, suchen Sie mal eine deutsche Zeitung, die darüber berichtet hat. Das gibt wenigstens in den USA, gibt es ein paar, die darüber berichtet haben. Dem Parlament wird verweigert die Einsichtnahme in die Planung für den Ausnahmezustand. Und wir wissen bis heute, das war 2007, ich konnte nicht rauskriegen, wie das bis heute ist. Die haben einfach gesagt, ich weiß nicht, ob es drin steht. Nein, die haben gesagt, offen gesagt, oh, das Zitat ist offen gesagt, wir haben keine Lust, Ihnen das zu zeigen. Frankly, we do not plan to show you that. Das ist das. Okay, also, die Planung darf nicht vom Parlament eingesehen werden. Schöner Hammer. Ja, klar. Okay, lassen wir jetzt aber raus. Northwoods war, gucken Sie sich das bitte an, das war auch Joint Chiefs of Staff unter der Leitung von Lyman Lemnitzer, da können machen einen extra Vortrag darüber. Lyman Lemnitzer, eine unglaubliche Figur. Ja. Die haben also geplant, den Angriff auf sich selber mit Abschießen von Verkehrsflugzeugen, mit Bombenanschlägen, Schiffe versenken und so weiter. Und das ist durchgegangen durch die Joint Chiefs of Staff und Kennedy hat gesagt, nix und hat Lyman Lemnitzer gefeuert, so wird offiziell gesagt. Er ist danach NATO-Oberbefehlshaber in Europa geworden. Den hatten wir an der Backe dann mit Gladio. Ja? Also das ist aber, die hatten geplant, einen Angriff auf sich selber mit Toten, hunderte von Toten eingeplant, um einen Krieg gegen die Kuba beginnen zu können. Und der gesamte Joint Chiefs of Staff, also der amerikanische Generalstab, hat ihm zugestimmt. Es ist nur deswegen nicht passiert, weil Kennedy dagegen gestimmt hat, können Sie sich denken, Weichei Kennedy wieder. Das hat ihm wieder in diese Richtung einen sozusagen Eintrag im Klassenbuch mitgewirft. Finanzkrise, das ist der Dow Jones, brauche ich nicht sagen, das haben Sie alle miterlebt, 2008 Crash. Was Sie vielleicht nicht wissen ist, ich gebe Ihnen mal ein paar Daten, das war auch der 11. September übrigens, 11. September 2008. 550 Milliarden US-Dollar sind innerhalb von 1 bis 2 Stunden aus dem Geldmarkt verschwunden. Das war, als das kollabierte wegen diesen Immobilien, also sozusagen dieser große Immobilienpleite. The Big Short kann ich als Film empfehlen dazu, ja? Kinofilm, aber sehr unterhaltsam. Das Finanzministerium pumpt dann 105 Milliarden in den Markt, um diesen freien Fall, also die haben Angst vor dem, was das heißt, ich weiß nicht, wie das, ich kenne die Sachen immer nur auf Englisch, Bankrun, also dass die Leute das Geld von der Bank und abhauen und dann sozusagen das gesamte System zusammenbricht. Deswegen das Finanzministerium pumpt 105 Milliarden in den Markt, keine Wirkung, es geht weiter. Ja? Dann gibt das Finanzministerium eine Garantie für 250.000 Dollar für jedes Bankkonto, damit die keiner, sozusagen, wir stehen als Staat dafür gerade. So. Und jetzt kommt Henry Paulson, Finanzminister, ehemalig CEO von Goldman Sachs. Und der sagt jetzt, Lehman Brothers geht pleite, Goldman Sachs überlebt. Das ist auch noch interessant. Der ehemalige Chef von Goldman Sachs hat überlebt in diese Geschichte, Lehman Brothers ist vor die Hunde gegangen. Das ist auch noch eine Sache, die eigentlich, also könnte man auch mal anders betrachten, ja. 5.500, die sagen, er teilt jetzt mit den Leuten im Finanzministerium 5.500 Milliarden, ich habe das extra so angegeben, weil Billionen und Trillionen geht dann auseinander im Englischen und im Deutschen. Die Engländer sagen dann Trillion, 5 Trillion, bei uns sind das aber 5 Billionen, die Amerikaner sagen zu Milliarden Billionen, das ist so ein bisschen verwirrend, deswegen nehme ich die deutschen Begriffe. 5.500 Milliarden wären sonst dem US-Geldmarkt entzogen worden, Zusammenbruch der Weltwirtschaft innerhalb von 24 Stunden, das meldet jetzt der Finanzminister an das Parlament, an die sozusagen Institutionen. Und was dann passiert ist, dass sie sagen, gucken Sie sich das an, das sind Senator Inhofe, er wurde gefragt, was hinter diesen angeblichen Drohungen mit Martial Law, mit Ausnahmerecht, mit Notstandsrecht und zivilen Aufständen, Bürgerkrieg, Stände, falls der Bailout nicht funktioniert hätte, sagte Senator James,
Treasury, also der Finanzminister Henry Paulson, hätte das gesagt. Das heißt, der Finanzminister droht mit Ausnahmezustand und mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen, falls jetzt nicht die Banken gerettet werden. Die Überschrift ist too big to fail, zu groß, um pleite zu gehen, too big to jail, zu groß, um dafür ins Gefängnis zu gehen, aber nicht zu groß, um gerettet zu werden. Ja? Das heißt, die retten ja das Finanzsystem und diese einzelnen Banken, wie Goldman Sachs, unter der Drohung. Und nochmal hier, Brad Sherman, ja, auch nochmal ein Demokrat, der einzige Weg, wie diese Regelung, dass man nämlich ein 700 Milliarden Rettungsprogramm aufstellt, durchgebracht werden konnte, war, indem eine Panikatmosphäre erzeugt wurde. Vielen von uns wurde erzählt, dass der Himmel einfallen würde. Einigen von uns wurde sogar gesagt, dass es Ausnahmerecht in Amerika geben würde, wenn wir mit Nein stimmen dazu. Das heißt, wer bestimmt über den Ausnahmezustand? Hier ist das Finanzsystem, wird gerettet über die Drohung, dass wir sonst den Ausnahmezustand bekommen. Entweder ihr stimmt für 700 Milliarden Rettungspaket oder Ausnahmezustand. Das ist, wenn Sie an Deep State denken, denken Sie nicht nur ans Militär. Sie sind jetzt hier an der Schnittstelle zum Finanzsektor. Ja? Das ist nicht nur staatliche. Wenn Sie jetzt Ihren BVT-Skandal in Österreich sozusagen, Sie können sehen, das ist nicht wirklich treffend für Deep State. Das ist keine Deep State-Geschichte. Das ist sozusagen in einer anderen Kategorie. Aber denken Sie nicht, dass es nur Militär und Regierung wäre. Dieser Finanzsektor ist ein Teil, den Sie mit. Das sind mit zu den Leuten, die über den Ausnahmezustand entscheiden können. Also immer wieder, Carl Schmitt, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet, das kann auch der Finanzsektor. Erst meine letzte Sache, dann ist Schluss. Ich hätte noch mehr Beispiele, das ist nicht das Problem. Ja? Das ist etwas, Evo Morales, Edward Snowden, können Sie sich erinnern? Evo Morales kam von Moskau zurück, hatte ein Interview gegeben bei RT und hatte gesagt, wir würden Asyl für Snowden geben. Und daraufhin stößt sein Flugzeug gegen diese Wand hier, die roten Staaten, die Überflugrechte verboten haben. Frankreich, Italien, Spanien, der kommt hier nicht durch. England hätte natürlich auch Überflugrechte verboten, wenn sie hier oben versucht hätten, drüber zu gehen. Da war kein Durchkommen. Also, Sie kennen das hier gut, ist er in Österreich gelandet und dann ist das Flugzeug durchsucht worden. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Irgendwie so dazwischen. Wahrscheinlich wird irgendwie so österreichisch. Wir gucken mal durch, sagen das nicht, was weiß ich wie. Auf jeden Fall. So. Aber ich meine, immerhin hat es ja funktioniert. Ich will über so Sachen gar nicht herziehen. Wenn es dann funktioniert und friedlich abgeht, ist das ja gut, wenn es so. Ja, es ist so. Es ist nur, der Hammer ist, dass eben das Flugzeug eines Staatspräsidenten keine Durchfluggenehmigung bekommt. Und jetzt ist etwas, was, ich habe Ihnen ja gesagt, ich habe diesen Luftfahrthintergrund, ich war auch noch bei der Bundeswehr, da war ich Flugabfertiger. Also ich habe genau mit diesem Krempel zu tun gehabt. Ja? Und es gibt eine eigene Kategorie, das sind Staatsflüge. Und Staatsflüge müssen besonders genehmigt werden, aber die sind quasi sakrosankt. Und ich kenne wirklich, und ich habe auch keinen einzigen Fall gefunden bisher in der Luftfahrtgeschichte, wo es so etwas gegeben hat, dass das Flugzeug eines Staatspräsidenten zur Landung gezwungen wurde. Das macht man nicht. Und jetzt ist noch der nächste Hammer. Als ich nachgeguckt habe, dann hat die Regierung von Frankreich und von Spanien hat gesagt, wir haben das nicht entschieden. Von uns hat keiner entschieden, dass der hier nicht durchfliegen darf. Aber er durfte nicht durchfliegen. Und die großartige Leistung von Journalisten, wie meinen mittlerweile verachteten Kollegen vom ehemaligen Nachrichtenmagazin Der Spiegel, die haben das hier gemacht. Die haben nachgefragt bei einem der bedeutendsten Luftfahrtjuristen, Guy Müller, ob man den Überflug verweigern kann. Juristisch ja. Aber anstelle zu fragen, ob es das jemals gegeben hat vorher und wie das eigentlich funktioniert hat, weil es ist nicht über die offiziellen Kanäle gelaufen. Es ist irgendwie, die Flugsicherung hat immer einen Anteil militärischen und zivilen. Und natürlich hat der militärische Anteil kein Einwirken auf den zivilen. Das ist ja dafür da, dass sie sehen, ob da irgendjemand eindringt. Und das ist eine Sache, die eben konstruiert ist an die NATO ran, das heißt an die Amerikaner. Das heißt, die schwere Vermutung, die ich habe, die kann ich noch nicht belegen, aber das wäre etwas, wo irgendeiner mal recherchieren müsste, der Spiegel wird es nicht tun, ja, weil die nur noch solche Artikel hier schreiben, ist, wie kam es dazu, dass die Regierungen in Frankreich und Spanien sagen, wir haben den Überflug nicht gestoppt, aber der Überflug tatsächlich gestoppt wurde. Die müssten ja eigentlich wissen, wer in ihrem Machtbereich, wo sie angeblich was zu sagen haben, Entscheidungen ohne sie trifft. Der Spiegel fragt das nicht. Der Spiegel fragt einen Juristen, ob es denn erlaubt wäre, dass man das tut. Und die Antwort ist ja. Und damit ist er zufrieden.
Mit solchen Journalisten werden Sie nie irgendetwas in dieser Art rausbekommen. Der weiß noch nicht mal, dass es sozusagen vollkommen ungewöhnlich ist, das Flugzeug eines Präsidenten. Das wissen Sie von alleine. Haben Sie noch nie gehört, dass ein Präsident zur Landung gezwungen wird? Das ist aus meiner Sicht, ich habe wirklich keinen Präzedenzfall, das erste Mal im Zusammenhang mit Snowden. Snowden, der Deep State, tritt in Aktion, alles ist erlaubt. Alles ist erlaubt. Ja? Inklusive Assassination, also sozusagen auch das wäre erlaubt, wenn Sie es eben die Möglichkeit hatten. Das heißt, wenn Sie es mit Journalisten zu tun haben, wie hier beim Spiegel, die nicht mal eine Ahnung davon haben, wonach sie fragen müssten in dem Moment, wo das passiert, sondern die wie losgehen und sagen, dürfen die das? Ja, die dürfen das. Ja. Und nicht mehr als das tun. Sind die wirklich so doof? Ja? Sind sie so abgefeimt, dass sie sagen, das halten wir schön unter der Decke, kommen sie nicht auf die Idee, aber sie kommen an die wahren Ursachen dieser Aktivitäten, kommen sie nicht ran, wenn sie nicht dieses Bild vom Dual State im Kopf haben und sich an der Stelle fragen, wessen Interessen, die Interessen des Großraums, wer ist der Souverän, wer kann den Ausnahmezustand im Luftraum ausrufen? Das sind die Fragen, die relevant sind. Wenn Sie das im Kopf haben, haben Sie gleich auf dem richtigen Dampfer. Das Parlament sagt, Sie mussten, oder Sie haben das jetzt nicht angeordnet. Dann müsste doch das Parlament interessieren, wer es angeordnet hat. Exakt. Zum Beispiel die Angestellten dort fragen. Genau. Die sind ja die Einzigen, die wenn Sie daran ein großes Interesse hätten. Jetzt wieder. Die Teile, Frankreich ist mittlerweile wieder NATO-Mitglied, ja? Spanien ist NATO-Mitglied. Das heißt, hier gelten die Interessen des Großraums. Wenn es nationale Souveränitätsinteressen wären, müssten Sie sagen, wir wollen wissen, wer hat das hier angeordnet. Wäre das irgendwas Russisches, würde bis auf den Kleinsten, wer hat hier was gemacht. Aber dadurch, dass es von den Amerikanern kommt, fragt man lieber nicht nach. Das ist der Großraum. Denken Sie wieder an Karl Schmidt. Der Nationalstaat ist nicht mehr zu diskutieren. Das ist nicht mehr die Kategorie, in der die Entscheidungen getroffen werden. Damit Schluss. Ja?